Mittwochabend, Lockdown, nicht so ganz. Wir dürfen noch hier sein, im wunderbaren Möbelhaus Nehmann, um die letzte Folge Kitchen Club, Positive Vibrations Kitchen Club, powered by Rasta Fechter, powered by Nehmann, powered by AOK Niedersachsen, powered by Rewe Weiland durchführen. Stichwort AOK, zu meiner Linken zum zweiten Mal, eine äußerst charmante Sous-Chefin, die Lisa Schwermann, ihrerseits Ökotrophologin, was bedeutet Ernährungsberaterin, hier durch die AOK, unser Partner. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass du da bist. Und ja, vorstellen muss ich in dem Sinne ja vielleicht nur kurz, denn na gut, der eine oder andere wird vielleicht neu sein heute, deswegen macht das doch noch Sinn. Aber Lisa ist wieder da, um ja, ganz viel Informatives zum Thema Ernährung, zum Thema, was essen wir heute hier, was ist da drin, euch zu geben. Ich muss mich, glaube ich, nie mehr vorstellen. Und ja, wir sind kurz vor Weihnachten, Lisa. Das ist die letzte Folge, erstmal 2020, die wir drehen, die sechste in der sogenannten zweiten Staffel. Und wir haben uns natürlich kurz vor Weihnachten nochmal eine ordentliche Bombe, würde ich sagen, ausgedacht. Es geht um das Thema Steak. Wir haben bereits ein Steak gekocht in der ersten Staffel, das Bistecca Pizzaiola, italienische Variante. Sehr, sehr lecker. Heute machen wir aber den absoluten ja, Ferrari unter den Steaks. Das Filet. Ja, ich habe es hier schon mal aufgelistet. Filetsteak vom Rind am Stück. Das sind ungefähr ja, irgendwas zwischen 700 und 900 Gramm. Brauchen wir, um unser Steak-Sandwich herzustellen. Heute wollen wir ein Steak-Sandwich mit Waldorfsalat machen. Waldorfsalat, ein absoluter Klassiker aus der Hotelküche. Das Waldorf Astoria in New York ist ein absolutes, ja, der absolute Klassiker unter den Grand Hotels. Leute wie Woody Allen haben diesen Salat schon gegessen. Der Waldorfsalat ist ein sogenanntes Signature-Dish aus dem Hotel. Wir haben ein bisschen frisiert und ein bisschen sportgerechter gemacht. Dazu später mehr, würde ich sagen. So, bevor ich hier wieder viel zu viel erzähle, erstmal alle herzlich willkommen zur letzten Runde. Stellt mal euren Backofen, das ist wichtig, auf 180 Grad Ober-Unterhitze ein. Das ist die erste Amtshandlung, Backofen auf Ober-Unterhitze 180 Grad. Denn wir fangen mit dem Salat an. So, Lisa, stell dich doch noch mal kurz vor, bevor ich hier zu viel erzähle. Genau, also ich bin ja schon mal hier gewesen, aber für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Lisa, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Ökotrophologin. Und ich muss Hanno ein bisschen ergänzen, er hat nämlich gerade gesagt, das ist Ernährungsberaterin und damit hat er auch recht. Aber oh, ein Glück. Aber Ökotrophologie bedeutet noch viel mehr als nur Ernährungsberatung, denn das sind die Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Das heißt, ich quatsche nicht nur über die Ernährung, sondern auch, wie wir die Dinge zubereiten. Und so weiter. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute nochmal wieder hier sein kann und genau, euch dann auch ein paar Tipps geben kann. Deswegen stellt ruhig Fragen, entweder hier bei YouTube oder über den Live-Chat. Und ja. Genau, du hast wunderbarerweise heute erstmalig als Gast das Konzept dieser Sendung oder dieses Miteinander, eine Sendung ist es ja nicht, dieses Live-Miteinander-Kochens. Wir haben Microsoft Teams und da sind ganz viele Rastafaris. Jeglichen Alters zugeschaltet, die wirklich live mit dabei sind. Und wir haben natürlich den YouTube-Kanal über Rasta Fechter. Ihr könnt dort Fragen im Chat stellen. Und ihr könnt hier natürlich euer Mikro anmachen und jederzeit eine Frage stellen. So, der Ofen ist auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Wir fangen mit dem Waldorfsalat an. Eine wunderbare, ja, nicht unbedingt winterlich, aber trotzdem irgendwie ist es auch schön, wenn man sich in dieser dunklen Jahreszeit in jedem Sinne, nicht nur aufgrund des Winters, sondern auch aufgrund der Pandemie, die uns jetzt schon ein Jahr hier fast verfolgt, kann man sich ein bisschen Sommer reinholen, dachte ich hier. So, dazu brauchen wir erstmal sozusagen Ofen, unser Röstblech, diese ofenartige Form, kann auch ein Backblech sein, das auf jeden Fall, wo die Sachen nicht anwenden. Das erste, was wir machen, ist das Topping des Salates. Also eigentlich die Essenz des Salates sind die Weintrauben und Walnüsse. Das ist so das ganz Besondere an dieser Nummer. Und da würde ich euch jetzt bitten, erstmal ungefähr für die Menge, die wir verarbeiten, das sind so 4 bis 6 Portionen. Normalsterbliche 6, Sportler 4, ja. Du weißt ja, mittlerweile kennst du ja hier unsere Rechnung. Da brauchen wir letztendlich ganz einfach 150 Gramm Trauben ungefähr. Wenn es zu viel werden, das ist überhaupt kein Problem, das ist je nach Lust und Laune. Ne? Wir haben hier zweifarbige Trauben, ruhig, und das ist wichtig, an der Rebe, mit Stiel. Mit Stiel. Die geben wir jetzt einfach, das kannst du gerne machen hier. Ich glaube, dass die Menge
ich gebe es ja zu, ich habe es noch ein bisschen vorgearbeitet, dass wir hier diese Menge einfach verarbeiten. So, ich glaube, das reicht schon aus. Ja. Okay, die Trauben einfach auf ein, ja, das vorgesehenes Röstblech legen und dann sozusagen werden wir das dann gleich mit Olivenöl und Zitronensaft, das sind die nächsten Sachen, die wir bereitstellen müssen, Olivenöl und Zitronensaft, den wir selber herstellen, beträufeln. Da gibt es jetzt auch keine so wahnsinnige Mengenangabe, einfach so, dass es sozusagen Sinn macht. Ja, vielleicht den Saft einer halben Zitrone, würde ich jetzt mal behaupten, drüber pressen und wahrscheinlich so ein bis zwei gute Esslöffel Olivenöl. Und das geht als erstes ganz einfach in den Ofen, der gerade hier bei uns aufgeheizt ist, auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Ja. Lisa, wenn du Lust hast, kannst du das machen. Ja. Ich fand es ja letztes Mal mega spannend, wir hatten das Thema Frühstück. Mhm. Wie kann man das hier einordnen? Ich würde behaupten, das ist so das Thema, das ist so ein typisches Brunch-Gericht. Das kann man eigentlich so, weißt du, diese Mischung aus Frühstück und Lunch, ne? Brunch, das kann man mittags essen, das kann man auch abends essen, das kann man in Wirklichkeit immer essen. Ja, also, bin halt so ein Sandwich-Freund. Wir hatten ja schon noch ein Sandwich, ne? Wir hatten das New York Club Sandwich, das kommt auch aus dieser Hotel-Ecke. Die Hotel-Ecke finde ich irgendwie voll spannend. Es gibt so Klassiker. Genau, einfach drüber träufeln, dieser macht so einen Löffel, man kann es auch mit der Pulle. Ja. Muss man aber überhaupt gar nicht so machen. Für die, die das jetzt gerade ganz genau sehen, das Öl ist ein bisschen fest geworden, weil das ziemlich kalt ist. Wenn ein Öl so Klumpen hat wie hier, dann liegt das daran, weil das kalt geworden ist und dadurch das Fett sich eben zusammenzieht und dann sieht das vielleicht aus wie Butter. Aber das ist in diesem Falle nicht schlimm, dass es jetzt nicht irgendwie schlecht geworden ist. Ja, und die Zitrone, haben wir dafür eine Presse oder soll ich das eben einfach drüber? Bitte? Die Zitrone, soll ich eben Pressen oder? Kannst du, ich kann mal gucken, ob wir eine Presse haben, ich glaube aber nicht. Ich kann die aber vorbereiten. Ich mache das hier, die Drecksarbeit sozusagen. Ich warte mir eben hier auf eins meiner Messer zu. Du bist ja eher kein Fan von großen Messern, nee. So wie ich. Also wir brauchen einfach die Hälfte der Zitrone. Bisschen einstechen. Man kann die Zitrone vorher übrigens als Tipp, kann man die so ein bisschen rollen, bevor man sie geschnitten hat, ein bisschen rollen. Ich habe jetzt nochmal die Waben so ein bisschen eingestochen und jetzt kannst du einfach saubere Hände haben in diesen Zeiten ja nur zuhauf. Da kannst du den Saft einer halben Zitrone, würde ich sagen, drüber gehen. Drüber beträufeln sozusagen. So. Ne, Öl hast du schon drauf und. Am Ende der Veranstaltung kann man dann noch so ein bisschen Pfeffersalz, Meersalz würde jetzt dazu passen, haben wir ja hier wunderbar stehen. Einfach drüber geben, jetzt auch nicht zu viel und nicht zu wenig, würde ich mal sagen. Das war mir nochmal den Spaß, weil ich so ein Mörser-Fan bin und wir haben doch vom letzten Mal diesen tollen schwarzen Pfeffer. Da können wir jetzt was vorbereiten. Ja, ich bereite mal eben so ein bisschen Pfeffer vor. So. Kann man den Punkt hier machen? Ja, müsste bei mir wahrscheinlich. Den haben wir hier. Bitteschön. Genau, denn damit euch nicht zu viel Salz hier reinfällt, könnt ihr am besten euch einen Teelöffel dazu nehmen und dann über den Teelöffel das hier so ein bisschen portionieren. Ja, weil das ist ja ganz einfach. Nachsalzen kann man immer. Genau. Also zurücksalzen ist eine schwierige Sache. Was da drin ist, kriegen wir so leicht. Genau. So, und wir haben ja die AOK zu Gast und jetzt fragt sich der eine oder andere, naja, wo ist denn das schöne AOK-Banner? Und ich bin da ja gespannt, der Freddy, unser Kameramann dankenswerterweise, braucht es gerade mein Hintergrund auch, weil wir haben schließlich einfach vergessen, aber das Gute ist, dass wir hier beim Möbelhaus Nehmann Luftlinie 200 Meter vom Dom entfernt sind. Und da konnten wir noch reagieren. Ja, uns passiert auch noch ein kleines Fauxpas. Ist aber, glaube ich, hart zu spät. Manche muss da wohl jetzt etwas sein. So, ich habe hier mal ein bisschen so einen feinen Gemörser. Ich habe letzte Mal schon den Mörser benutzt. Das ist einfach, muss man nicht mit anfangen, einen Streuer oder nicht. Das ist jetzt ein bisschen, weil ich da Lust zu habe und weil wir halt noch diese ganzen schwarzen Pfefferkörner haben. Bei mir ist ja wichtig, also, wenn die Leute denken, wir kaufen immer alles neu ein, tun wir gar nicht. Ne? Wir haben ja hier beispielsweise angebrochene Sachen, die wir zum zweiten oder mehrmals benutzen und wir kaufen ja nicht immer alles bei Rewe Weiland neu. Ne? Also wegschmeißen tun wir hier nichts. Die Sachen werden ja auch immer gegessen. Ja, dankenswerte Abnehmer findet man immer. Also nicht denken, dass wir hier so eine Kochshow machen und danach geht die Tonne auf und alles kommt da rein, Gottes Willen. Ne? Nee, das finde ich ist auch ganz wichtig, wenn man mal so diese Nachhaltigkeit bedacht oder bedenkt, dass man das eben auch alles immer wieder weiterverwendet. Absolut. Das
ist eins der Core Beliefs sozusagen, der Kernthesen des Kitchen Clubs. Ja. Das ist am besten lokal, regional, saisonal auch gut. Ich meine, jetzt mit der Saison gehen, tun wir nicht, aber das haben wir es ja noch nicht. Aber was jetzt die Einkäufe angeht, ne, beispielsweise Estragon später, haben wir nicht bekommen. Was liegt nahe Petersilie. Ne? Ja. Ganz einfach, also das ist nicht nur, was wir nicht bekommen, aber manche Sachen, guckt man ja auch, kommen die aus Spanien oder kommen die aus den Niederlanden, was sind kürzere Ketten, was die Lieferungen angeht und so weiter. Ne? So, ja. Der Backofen ist auf 180 Grad. Lisa, was hast du gemacht? Du hast Weintrauben mit Olivenöl geträufelt. Die Weintrauben sind ruhig am Rebenstiel. Wir haben Pfeffer und Salz drüber gegeben. Das kannst du ein bisschen mit dem Finger ein bisschen durchmengen, dass es alles ein bisschen vermengt ist. Ja. Wir haben den Saft einer halben Zitrone drüber gepresst. Meersalz, Pfeffer. Und das Ganze geht jetzt für, ja, ich würde sagen 15 Minuten in den 180 Grad heißen Ofen bei Ober-Unterhitze. Ja. So, ich greife jetzt einmal hier hin, weil der Ofen hinter mir ist. Du kannst ja in der Zeit mal kurz den Chat vielleicht verfolgen bei YouTube. Ja, ich ob wir da ein bisschen Fröschen haben oder erste Fragen. So. Nee, tatsächlich steht da nichts. Hier kommen alle mit. So, was machen wir jetzt eigentlich in der Zeit? Ich würde vorschlagen, du als Expertin erzählst vielleicht ein bisschen was zu den Lebensmitteln, die wir jetzt verarbeiten werden. Wir werden uns nämlich jetzt hier den Sellerie, die Selleriestange. Wir können eine im Ganzen verarbeiten, wenn ihr die Menge macht, die ich mache. Wenn jetzt einer sagt, Sellerie ist für mich neu, man kann auch die Hälfte erstmal nehmen, man kann sich rantasten. Auch da gibt es natürlich kein richtig oder falsch. Ja. Ja, wir brauchen ein Römersalatherz. Das haben wir hier. Ja. Und wir brauchen Äpfel. Ja, möglichst, wir haben Holsteiner Koks, da geht es einfach um den Säureanteil und aus der Region. Äpfel sind auch übrigens im Winterobst, ne, ja. Ein Thema, da sind wir, gehen wir sogar mit der Saison. Haben wir ja bei deinen wunderbaren Pancakes schon getan. Ja. Hallo? Jawohl, da kommt die erste Frage. Wer fragt? Hallo? Ja, Max. Hallo. Ich habe Staudensellerie. Ist richtig. Das auch, oder? Ja, ist so dasselbe, was ich hier auch habe. Das ist Staudensellerie. Stangen- oder Staudensellerie, da hast du das Richtige. So, ja, okay. Wie verarbeiten wir den Sellerie? Ob ich jetzt eine ganze Staude habe oder ob ich jetzt in zwei kleinere Stauden habe, wir werden beide verarbeiten. Oder ich entscheide das spontan, einfach von der Menge her. So, wir haben jetzt hier einen wunderbaren Strunk. Den darf man auf keinen Fall wegwerfen. Was die meisten Leute machen ist, das Gemüse sozusagen nicht im Ganzen verarbeiten. Da wird dann hier abgeschnitten, weil das ist der Strunk. Das tun wir nicht. Wir nehmen einen Sparschäler und schneiden hier diesen Strunk. Die Leute zum Beispiel aus mediterranen Regionen, die würden morden für dieses Stück. Die sagen, das ist das beste Stück. Ja, das ist so wie das Artischockenherz so ein bisschen, weißt du? Ein Herz einer Artischocke. So, ich schneide hier diesen unliebsamen, braun gewordenen Strunk einfach mit dem Sparschäler ab. So, hier an der Seite, wenn man da so ein bisschen so grobe, harte Stücke hat, hier, die so ein bisschen bräunlich sind, einfach abschaben. Ihr müsst nicht mal die Blätter abmachen. Auch die Blätter sind eigentlich super. Da kannst du ja vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen, du hast dich ja hervorragend darauf vorbereitet, hier so ein paar Infos zu Nährstoffen zu geben, während ich jetzt hier gleich schnibbel. Ich zeige euch einmal, wie es geht. Und dann. Und ich muss dir mal ganz kurz ins Wort fallen. Gerne. Hier im Chat ist gerade gefragt worden. Stefan Freiwald, der hat nämlich einen Knollsellerie gekauft. Und die Frage, die da gerade im Chat kam, die war gar nicht so abwegig, weil es gibt unterschiedliche Sorten Sellerie. Es gibt den Staudensellerie, es gibt den Knollensellerie. Ich habe das Rezept ja noch nicht ausprobiert. Wie sieht das aus? Kann er den Knollensellerie auch verwenden? Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja diese weiße wurzelartige Geschichte, habe ich noch nie in der Form gemacht. Also giftig ist das nicht, wenn man ihn fein schneidet. Vielleicht ist Stefan ein Pionier und findet am Ende heraus, dass das die wahre Variante ist. Da kann ich aber, da habe ich jetzt leider keine Erfahrungswerte. Okay. Wie das ist, wenn man den in der Rohvariante, vielleicht kann man den auch, das fällt mir jetzt spontan ein, in kleine Würfel schneiden und auf den Backen nicht so ein bisschen mitrösten oder so mit Olivenöl. Vielleicht machst du Pionierarbeit und probierst du das aus, was am Ende vielleicht revolutioniert. Stefan, den Rohrlaufsalat, den es seit gefühlten 100 Jahren wahrscheinlich schon gibt. Genau, er fragt gerade vielleicht geraspelt, das wäre auch eine Idee, das könnte man auch machen. Das könnte man auch machen, genau. Und das Schöne an der Ernährung ist halt, dass man Dinge ausprobieren kann. Und wenn man heute merkt, das hat eben nicht hingehauen, dann weiß man, okay, das mache ich nicht nochmal. Aber wenn du merkst, ah ja, das hat super funktioniert, dann kann man es gerne ja nochmal wiederholen. Genau. So, ich will jetzt einmal zeigen, wie wir den Sellerie schneiden wollen. Jetzt kann man keine Würfel machen, ich finde das aber ein bisschen langweilig. Die Blätter lasse ich einfach dran. Ich schneide hier oben so
So ein bisschen, wenn ich hier so ein paar braune Stücke habe, die sind halt auch nicht giftig, also könnte man jetzt auch essen, das ist alles klar. Ich schneide jetzt hier mit unserer Schnittkralle einfach kleine, ja, würfelartige Stücke. Ich schneide das Ding einfach runter. So, nicht zu dick, nicht zu dünn. Ist aber auch wieder so eine Frage, wie möchte ich es im Mund haben, das ist am Ende egal. So, ich arbeite bewusst mit den Blättern, weil wie gesagt, Lisa, kannst du mir gleich vielleicht was zu sagen. Viele denken nämlich immer, oh, das kann man nicht mitessen und so, ne? Beim Basilikum auch. Die Basilikumstängel, wenn man die klein schneidet, mit in Soßen und Pfannen gibt, super, super, ja? Ne? Viele sagen, oh, die muss ich abmachen und wegschmeißen. Die sind doch einfach nicht giftig, Leute, ne? So, ich schneide jetzt den Sellerie hier, wo die Stangen klein sind, ja? Wo diese einzelnen Streben sind, die schneide ich jetzt einfach runter, bis ich mich diesem schönen Endstück nähere. Ja, so. Ich merke ja, jetzt langsam bin ich am Strunkansatz angekommen. Und jetzt ändern wir unsere Technik. Jetzt halbiere ich diesen Strunk. So, da sieht man ja hier wunderbar das Innenleben, ja? Was, warum sollte man, selbst wenn man ein Laie ist, was Ernährung angeht, warum sollte man das nicht mitessen? Und jetzt schneiden wir einfach ein bisschen anders. Jetzt wechseln wir und schneiden in so schöne Streifen der Länge nach. Dünn ruhig. Ne? Hier, ich schneide das jetzt wirklich dünne Streifen der Länge nach. So, ich kann das dann nochmal umdrehen, aufstellen. Ich schneide an meiner Küchenkralle, das haben wir schon ein paar Mal thematisiert, schneide ich hier so stiftartige Streifen. Okay? Das kann ich hier nochmal so ein bisschen, muss man aber nicht, durchgehen. So. Genau, und der Sellerie, der ist eben super wertvoll und nicht nur das Innenleben, sondern gleich die große. Alles. Eine große Schüssel, wir brauchen da keinen Zwischenschritt. Hier, den packe ich da rein und selbstverständlich hier diese Sellerie auch. So, ich werde auch noch den zweiten verarbeiten, weil das ja am Ende ein großer ist. Aber du wolltest was zu Sellerie erzählen, Lisa. Das ist unfassbar. Genau. Beim Sellerie ist es eben so, dass der eben viele wertvolle Inhaltsstoffe hat. Also der hat tolle Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Und Sellerie fördert auch die Verdauung und ist gut für den Magen. Bei manchen Menschen ist Sellerie aber auch etwas unbeliebt, weil es eben auch sich negativ auf die Verdauung auswirken kann. Das heißt, ihr müsst einfach mal gucken, ob ihr das gut vertragt oder nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man den gesamten Sellerie verwenden. Und wir haben ja gerade schon ganz kurz das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Und dass man eben nicht so ein Lebensmittelverschwender ist, sondern dass man sagt, ich verarbeite die gesamte Frucht. Genau. Und dementsprechend macht Hanno aus dem ganzen Sellerie alles perfekt für unseren Salat. Ich tue das Richtige, wie schön. Ja. Versuche ich zumindest, so oft es geht. So, wir haben jetzt hier nochmal die zweite Hälfte. Wenn ihr nur einen habt, dann habt ihr das schon erledigt wahrscheinlich. Ich habe den jetzt hier nochmal schnell geputzt. Und jetzt geht das Ganze nochmal von vorne los. Oben die kleinen Stücke einfach klein hacken, entlang der Kralle, pam, pam, pam. Ne, bis wir uns dem schönen Strunk nähern. Ja, das ist auch für viele Neuland, so Sellerie. Ne? Also, ich habe den Sellerie für mich lieben und schätzen gelernt, ganz ehrlich, in den USA. Da habe ich einen Schüleraustausch gemacht für fast ein Jahr in Buffalo. Und Buffalo ist die Heimat der Chicken Wings. Die Buffalo Wings sind weltweit die besten. Mhm. Und dazu gibt es traditionell Selleriestangen. Also einfach hier ein Stück Sellerie und Möhren, Karotten, einfach in Stangen mit einer Blue Cheese, mit so einem Blue Cheese, Blaukäse. Ja. Sensationell. Und da habe ich Sellerie, weil die so scharf sind, das war ein wunderbarer Kontrast. Und da habe ich Sellerie gegessen und schätzen gelernt. Und ja. Sehr schön. Ich bin ein großer Sellerie-Fan und mache gerne Sellerie-Suppen und so weiter. Jetzt werden mir meine Trainerkollegen lachen, weil ich gesagt habe, ich bin ein Sellerie-Fan. Das hat sich so ein bisschen als so ein Insider-Erbsen-Fan, sage ich nur. So, okay. Keine Angst haben hier vor dem Strunk. Das Braune so ein bisschen abschälen. So, wir haben, wie gesagt, den Sellerie runtergeschnitten. Wir halbieren den Strunk und wir schneiden den Strunk. Das mache ich jetzt zum zweiten Mal vor. Und so schön feine Scheiben. Wem das noch zu groß ist, der kann dann auch noch mal hier auf die Seite legen und Stifte schneiden. Ja, so, kein Problem. Man hätte die Hälfte benutzen können, man kann auch den ganzen benutzen. Das ist ja auch so ein Salat, weißt du? Ja, da kommt dann direkt ein Salat und ein Dressing drüber und da kannst du ja nicht irgendwie, wir sind nicht beim Backen, wo wenn du da 3 Gramm Hefe zu viel reinkippst, das Ganze schief geht. Mhm. Ne? Das haben wir hier zum Glück nicht. Ja. So. Der letzte Sellerie-Strunk. Lisa, check doch noch mal den Chat vielleicht, während ich hier noch ein bisschen Schnibbelarbeit mache. Sind alle beschäftigt mit dem Sellerie, so ist das wunderbar. Knollensellerie, okay.
Das ist doch mal, das wird spannend. Also ich hoffe, dass Stefan uns mal mitteilt, was daraus geworden ist. Ja, das ist doch was Neues. Ne? Ich bin schon fast geneigt zu sagen, wenn ich mal eine ruhige Minute habe. Wir haben ja jetzt leider ein bisschen mehr Zeit, als es lieb ist, mit dem erneuten Lockdown. Der natürlich sinnvoll ist, so ehrlich muss man ja sein, aber ja, da, warum denn nicht? Da mal ein bisschen experimentieren. Also ich werde sowieso experimentieren, so ein paar Sachen, weil man da mehr Zeit hat, als ein Minute ist. So. Mein zweiter Darsteller des Waldorf-Salats, das ist wirklich, also das ist 1:1 so die klassischen Ingredienzien, ist der Romana-Salat, den ihr so ein bisschen naschen könnt. Meiner ist hier wunderschön, bei Weihnachten heute gefunden. Wir schneiden den Romana-Salat ähnlich. Wir schneiden oben diese schönen, großen, dunkelgrünen Blätter einmal ab. Peng. So, jetzt haben wir so eine Kopfsalat-ähnliche Mischung. So, jetzt werden wir die kleineren, wenn es so ein bisschen hellgrüner wird, fangen wir an, Streifen zu schneiden. Streifen zu schneiden, Streifen zu schneiden, Streifen zu schneiden. Und jetzt nähern wir uns ja auch wieder so diesem Strunk, wo es schon fast weiß wird. Da sagen ja auch ganz viele, weg damit, ja. Mhm. Wieder auch nur hier so ein bisschen unten den wirklich harten Strunk wegmachen. Diese schon mal rein. Wir haben, ihr habt natürlich eure Trauben im Blick, ne? 15 Minuten die Trauben bei 180 Grad. Also ich glaube, unsere können noch gute 5 Minuten. Ich schaue mal eben einmal rein. Das sieht schon, das wird super. Also. Ja. Wir haben hier wieder diesen Strunk, in der Mitte durchschneiden und jetzt wieder schneiden wir das genauso wie beim Sellerie. Schneiden wir hier einfach so scheibenstiftartige kleine Stücke. Weil das ist, weißt du, das ist so ein anderer Biss als dieser weiche Salat oben, den haben wir ein bisschen größer und ich finde das einfach immer so cool, dass man so verschiedene Formen, Farben, weißt du. Ja, das ist auch das Schöne daran und das hat auch keine ernährungsphysiologische Bedeutung, was Hanno da macht. Das ist reiner Style. Reiner Style und so, das ist praktisch. Da hast du vollkommen recht. So, wollen wir uns die Arbeit teilen bei den Äpfeln, damit du... Damit ich auch. Du bist heute die Expertin, eigentlich musst du... Ja, du musst uns hier mit Infos natürlich untermauern, dass die Jungs einfach weiterhin, weißt du, das ist mir wichtig, ja. Meine Spieler und alle anderen Rastafaris und alle, die uns zuschauen, junge Menschen, dass sie einfach verstehen, ja, es soll lecker schmecken, aber es müssen einfach täglich gewisse Nährstoffe zu sich genommen werden. Sonst macht unser ganzer Aufwand, die sind alle ja fleißig, es ist ja nicht, dass sie faul werden. Wir trainieren alle wie die Boxen und dann ist es am Ende so, dass es frustrierend ist, dass kein Leistungszuwachs da ist. Im Kraftraum nicht oder in der Wasserhalle, weil einfach die Ernährung nicht stimmt. Mhm, das stimmt. Die Ernährung macht einfach eine ganze Menge. Und was wichtig ist, was ihr euch auch merken müsst, ist, dass ihr nicht tagtäglich alles zuführen müsst, weil dann müsstet ihr unglaublich viel essen. Wichtig ist einfach, dass so das Grundlegende passt. Das heißt, dass ihr euch abwechslungsreich ernährt und dass ihr einfach auch Dinge mal ausprobiert. Vielleicht ist das heute für den einen oder anderen das erste Mal, dass ihr Sellerie esst oder so. Und dass man dadurch einfach Abwechslung reinbringt. Neue Obst- und Gemüsesorten ausprobiert und dann einfach eben auch die Inspiration mit Hanno gerne nutzen. Hoffentlich. Ja. Ich zeige euch einmal, wie wir die Äpfel schneiden wollen. Vielleicht schaust du einmal zu. Also, wir nehmen einfach den Lachs mit dem Ganzen, wir nehmen oben den Schiel raus. Einmal abwaschen wäre schon hilfreich und dann schneiden wir Ringe. Kennen wir ja noch von der Lisa in Wirklichkeit. Hier, wir schneiden einfach so Ringe dieser Dicke. Kann ich jetzt nicht beschreiben. Das ist vielleicht 5 mm, 10 mm. So. Und diese Ringe legen wir übereinander und jetzt schneiden wir einfach, weil ich das finde, das passt, schneiden wir Stifte. Weißt du? Da braucht ihr auch kein Gehäuse rausnehmen, nichts. Ne? Der Apfel kann man auch im Ganzen verarbeiten. Und diese Stifte kommen und so einfach ist es mal wieder am Ende des Tages, auch in unseren Salatmischungen, die bisher aus Stauden, Stangensellerie besteht und Romanasalat. So, hier natürlich den Deckel, der kommt ja auch nicht weg. So. Bringt so ein bisschen Säure. Was ist noch bei Äpfeln, Lisa, aus deiner Sicht? Genau, die Äpfel, die haben einfach unglaublich viele Vitamine, die super sind. Und das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen. Mhm. Die meisten Vitamine sitzen genau hier, also zwischen dem Fruchtfleisch und der Schale. Deswegen schälen wir auch nicht, ne? Genau, und deswegen schälen wir den Apfel nicht. Und zwar genau hier finden wir das Wertvolle in dem Apfel. Und das Schöne an dem Apfel und auch an den Trauben ist, dass wir dadurch die natürliche Süße in unser Rezept reinkriegen und dann nicht noch mit industriellem Zucker nachsüßen müssen. Genau. Das ist ein Riesenvorteil noch, den wir zusätzlich damit drin haben. So, schauen wir einmal vielleicht zum Thema, wir wollen nichts verschwenden. Wir haben jetzt hier, sind wir unten am Strunk angekommen. Ne? Ich habe kein Gehäuse rausgenommen, schälen, ich habe da gerade von Lisa gehört. Jetzt schneide ich einfach hier meine Stifte bis zu dem Strunk.
So, hier, ne? Und da braucht er nichts wegmachen, das kann man hier rausbrechen. Und das ist das Einzige mit dem Stiel oben, was wir jetzt eigentlich vom Apfel entsorgen. So, ne? Auch das wäre nicht giftig, aber das ist dann halt, das kommt dann von unten wieder raus und schmeckt auch nicht so dolle, wenn man drauf rumkaut. So, wie gesagt, Scheibchen und dann Stifte. Das ist das Motto. Und dann ab rein in die große Salatschüssel. So, ist wieder so ein bisschen Schnibbelei. Hast du schon mal Wolldorfsalat gegessen, Lisa? Kennst du das Gericht oder machst du es zum ersten Mal? Ich mache das tatsächlich zum ersten Mal und ich habe da auch noch nichts von gehört. Ich bin also sehr gespannt, was wir danach hören. Ja, wie gesagt, das Waldorf Astoria ist eines der weltberühmten Hotels, ne? So in New York. Das ist da, die haben natürlich eine Küche, das ist, da reden wir am Ende des Tages über Sterneküche da unten drin. Ja. Ich meine, da wohnen halt Staatspräsidenten, die in New York zu Gast sind. Wenn in New York der UN-Sicherheitsrat, der da sein Headquarter hat, sozusagen tagt, dann kannst du dir denken, wo die ganzen UN-Abgeordneten der Länder dieser Welt residieren. Mhm. Ja? Und das ist eins dieser Signature-Dishes, die da entwickelt worden sind vor sehr, sehr langer Zeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nachgeguckt, ich habe es wieder vergessen, bevor ich es hier rate und schätze. Das kann, glaube ich, jeder selber nachgoogeln, so schwierig ist das nicht, wo es herkommt. Habt eure Trauung im Blick. Also unsere sind schon wunderbar. Ich würde schätzen, wir sind jetzt auch gute 15 Minuten drin. Ja? So, wenn wir jetzt die Äpfel geschnitten haben und wenn wir jetzt hier Romanosalat und Sellerie. Lisa finisht jetzt gerade mal. Ich muss ja immer, ich darf nicht zu schnell sein, wir sind zu zweit. Unsere Jungs sind teilweise auf sich alleine gestellt. Ne? Und darf ich halt miteinander kochen, also live alles zusammen machen. Muss ich ein bisschen warten. Ja, dann ist das doch mal was Neues für dich, das finde ich doch toll. So. Ja, und was ich schön finde? Oh, Feierabend. Ja, das ist mal witzig. Ja. Jetzt habe ich mit der Frau nicht gehabt, ich muss mal eben vorstellen. Das ist ja interessant. Ja, aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr schön finde, ist, dass Hanno sich so ein cooles Konzept ausgedacht hat und versucht hat, das eben so ein bisschen gesundheitlicher zu gestalten. Tja. Man sieht mich noch ganz genau, und zwar hat er zum Beispiel Originalrezept mit Mayonnaise. Ja, das ist ja mal was. Also, geht aber gleich wieder an, keine Sorge. Aber wir sind ja, entschuldige, wenn ich kurz ins Wort falle. Nee, alles gut. Leute müssen wissen, der Laden ist zu, es ist heute Lockdown. Wir sind nochmal in der Sondergenehmigung hier sozusagen als private Veranstaltung, weil wir hier natürlich die Abstandsregeln auch einhalten können. Mhm. Aber das ist jetzt witzig, dass natürlich heute das automatisch geschaltete Licht geht aus. Das ist normalerweise anders, weil natürlich die Leute wissen. Ja. Dass wir hier sind. Ja, müssen wir jetzt mal kurz warten, aber du kannst ja trotzdem weiter erzählen. Mein ja, genau. Und Hanno hat auf jeden Fall probiert, aus dem eher ungünstigen Rezept, also so Sachen wie Mayonnaise, auszutauschen und hat dann dafür fettarmen Joghurt genommen. Das heißt also, man kann aus ungesunden Rezepten auch gesunde Varianten machen. Und das ist einfach das Schöne an der Ernährung. Man kann so viele Dinge probieren. Und Hanno meinte gerade schon zu mir, es ist ja nicht das Gleiche, wenn das jetzt mit Mayonnaise zubereitet wird. Natürlich schmeckt das mit Mayonnaise anders. Also Mayonnaise liefert da viel Fett rein, aber auch mit Joghurt wird es gut schmecken. Und dann haben wir es eben gesünder gestaltet. So, es war wieder Licht so ein bisschen, oder? Freddy, was sagst du? Ist das schon mal ein bisschen besser? Ja, der Alarm dran. Ich glaube, das wird gleich noch besser. Schon wieder heller. Genau, und ich habe das ja gerade schon ganz, ganz kurz angeschnitten. Das Schöne ist jetzt zum Beispiel an den Trauben, dadurch, dass sie im Ofen auch so ein bisschen karamellisieren, bringen sie einfach eine unglaublich schöne Süße für das Rezept mit. Und indem wir dann gleich noch die Nüsse dazu packen, bekommen auch die Nüsse ein ganz, ganz schönes Röstaroma, was also schon unglaublich viel Geschmack für den Salat auch bereitstellt. Und dann brauchen wir gar nicht solche Zusatzlebensmittel wie Mayonnaise, weil wir eben durch diese anderen Lebensmittel schon unglaublich viel Geschmack mit reinbekommen. Hier oben, das geht auch wieder rum. Genau, und vielleicht machen wir jetzt kurz, bis Hanno kommt, weil der muss mir jetzt sagen, wie wir mit den Mayonnaise fortfahren. Ja, so, jetzt haben wir das Lichtproblem gelöst, das ist ja gar kein Thema. Wie gesagt, niemand ist offiziell dicht, ist ja klar. So, wir haben 60 Gramm Mayonnaise für unsere Verhältnisse. So, jetzt geht es auf die Strahlerheizung wieder auf.
Und es war nichts. Halb so wild. Schwitzige Pfanne. So, wir haben, ich habe die Trauben mittlerweile aus dem Ofen rausgeholt. 15 Minuten bei 180 Grad mit Zitrone, mit Salz, Pfeffer und Olivenöl. Beträufelt, ein bisschen geröstet. Sieht man jetzt wunderbar, bewusst die Stiele noch drin, gibt nochmal extra Geschmack. Ja. Und jetzt haben wir hier 60 Gramm Walnüsse für unsere Menge, sind es 65 Gramm, passiert nichts. Ich nehme jetzt einfach die Walnüsse und drücke die mit der Hand kaputt, unterschiedlich große Stücke. Mhm. Und dann die Walnüsse, der Ofen bleibt übrigens an, Freunde, der Ofen bleibt an bei 180 Grad, weil die ganze Chose, wenn ich die so ein bisschen angedrückt habe, geht nochmal zurück in den Ofen für gute 5 bis 10 Minuten, dass jetzt die Nüsse in diesem ja, schon vorgerösteten Sud über die Weintrauben, dass wir die jetzt weiter rösten. So, das ist passiert. Oh, das wäre natürlich was gewesen. Du hast uns gerade im Chat auch die Info gekriegt, dass du einfach 2 Euro irgendwo reinschmelzen kannst, dann geht das Licht auch wieder an. Ja, würde ich mal machen. Ich glaube, ich habe auch keine 2 Euro dabei. Das ist witzig, ja. Ja, das ist wie so ein Badminton. Badmintonhalle. Das Licht aus, wenn das für die Uhr anfängt. So, ja. Wir haben nur gesprochen, jetzt mit den Walnüssen, die ich ganz zerdrückt habe, zurück in den Ofen. So, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz mich sammeln. Ich bin nämlich in einen halben Laden gerannt gerade, der ist ja riesig groß. Also die Küche, allein die Küchenabteilung ist wahrscheinlich so groß wie die Fläche des Rasterbaums, würde ich mal schätzen. Wir haben den Salat eigentlich fertig, die Mise en place, richtig? Mhm. Wir haben da wunderbar geschnibbelt. So, wir haben ihn jetzt durchgemengt. Möchtest du dich mit dem Dressing befassen? Ja, sehr gerne. Also als erste Anzahlung, ich hoffe, dass alle mitkommen. Mit der Lichtpanne habe ich das ja wieder, das haben wir extra gemacht, in Wirklichkeit, damit alle fertig schnippeln können. So, jetzt ist es raus. Ja, Senf und Joghurt brauchst du. Also wir haben den englischen Senf, Frenchies ist ähnlich amerikanischer. Wenn man jetzt Dijon-Senf hat, ja meine Güte, geht auch. Normalerweise ist das Dressing auf einer Mayonnaise-Basis. Mhm. Mayonnaise ist natürlich nicht unbedingt das sportgerechteste, gesündeste, deswegen wollen wir das Ganze mit Naturjoghurt alternativ zu machen, um es ein bisschen gesünder zu machen. Genau, ja. So, wer jetzt Mayonnaise-Dressing sein Leben lang gewohnt ist, der ist dann erstmal so, Naturjoghurt. Auch den kann man richtig schön fertig machen. Mhm. Man gewöhnt sich auch übrigens an alles. Ja, und wie gesagt, die Mischung macht. So, du brauchst Senf, Joghurt, ja, und dann brauchst du jetzt unsere... Darf ich mir so eine Schale nehmen? Selbstverständlich. Ich würde die Petersilie fein hacken. Mhm. Ja, wir brauchen hier ein paar... Ja, ein paar Stiele, ungefähr 6 Stiele, wenn es 8 wären, wie gesagt. Das ist wieder so eine Gusto-Nummer. Ja, da müssen wir jetzt die Petersilie sozusagen abzupfen und dann fein hacken. Ja, mhm. Wir brauchen dann am Ende des Tages für den Salat, für unsere Menge, würde ich mal schätzen, 250 Milliliter von dem Joghurt, also quasi die Hälfte des Glases. Ja. 250 Milliliter. Sechs, zwei Petersilie oder Estragon, wenn ihr Estragon bekommen habt. Ja, getrockneter Estragon geht auch, ist aber nicht so ganz so schön, weißt du? Da lag man diese Frische so ja da. Mit den Nüssen übrigens 5 bis 10 Minuten im Ofen. Müsst ihr ein bisschen drauf gucken, dass sie nicht zu dunkel werden. Ne? Die sollen jetzt schon rösten. Ne, wir wollen auch da die Röststoffe rausholen. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn die 10 Minuten um sind, dann müsst ihr auch das Blech aus dem Ofen rausnehmen, weil Nüsse rösten nach. Das heißt also, wenn dann noch diese Restwärme im Ofen drin ist, dann kann das irgendwann sein, dass sie zu bitter werden, zum Beispiel die Nüsse. Ja, ich kann schon mal vorweg sagen, das sollte uns eigentlich nicht passieren, aber guter Tipp, weil nachdem wir die Trauben-Nuss-Mischung rausgeholt haben zum Abkühlen, heizen wir den Ofen auf 200 Grad hoch, weil den brauchen wir später noch für unser Steak. Ne? Ja. Also den Ofen nicht ausmachen, sage ich jetzt schon mal. Nicht ausmachen, sondern schön. So, das reicht mir hier gefühlt an Petersilie. Ich habe jetzt 250 Gramm Joghurt drin. Ja. Wie viel Senf? Von dem Senf würde ich sagen, einen schön gehäuften Teelöffel. Und da kann man aber dann auch, ich finde immer, ja, gebe ich dir gerne. Ich kann den hier nehmen. Weißt du, ich habe nur so einen Stein mehr. Ja. Das muss man abschmecken. Weißt du, da muss man vielleicht mehr, lieber erstmal weniger und dann mehr, weil umgekehrt ist immer ein bisschen schwierig. Das stimmt. So, 250 Milliliter Naturjoghurt, einen guten Teelöffel englischen Senf, wenn man ihn hat, oder Senf einfach, ja.
Das ist auch kein Englisch, in dem Sinne, das ist amerikanische Frenchies, finde ich immer ganz geil. Das ist bei Rewe Weiland übrigens. So, Petersilie haben wir schon zigfach kleinhacken. Oder Estragon besser, wer ihn hat. Petersilie ist einfach sehr nah am Estragon dran. Deswegen ist das meine Alternative, weil ich keinen Estragon bekommen habe. Das ist aber nicht schlimm. Ne? Und hier, wir haben das ja schon 100 Mal gemacht. Für jüngere Menschen und Anfänger, aber ich mache es auch in Wirklichkeit immer noch so. Gerade bei Kräuterhacken machen wir hier, wir setzen unsere Handfläche auf den Messerrücken und fahren durch und hacken durchaus fein. Ja, fein ist bei mir immer noch grob. Nida, haben die Leute denn noch Fragen vielleicht für uns? Hier ist alles ganz still. Hier bei mir auch. Bei Microsoft Teams sind alle beschäftigt. So, Nüsse, Lisa. Warum sind Nüsse für Sportler eigentlich sensationell? Unser Athletiktrainer feiert immer und ruft dazu auf, dass Zwischentrainings durchaus Nüsse gegessen werden sollen, dürfen. Ja. Nussmischung auch davor. Was kannst du dir so ein bisschen zu Nüssen nochmal sagen? Genau, also Nüsse sollten vielleicht nicht unbedingt zwischen den Trainings gegessen werden, sondern am besten nach dem Training. Oh, nach dem Training. Konstantin stimmt mir da schon zu. Genau, denn Nüsse sind super Fettlieferanten. Und zwar hatte ich das beim letzten Mal schon angesprochen. Also die bei der letzten Folge schon dabei waren, die wissen das schon, dass in den Nüssen eben wertvolle Fettquellen drin sind. Und zwar sind das pflanzliche Fette, die eben ungesättigte Fettsäuren enthalten. Und das sind die guten Fette. Vielleicht erinnert ihr euch noch an mein Beispiel, wo ich das mit den Ärmchen erklärt habe. Und ungesättigte Fettsäuren sind für unseren Körper einfach sehr, sehr wertvoll. Genau, und gerade für euch als Sportler müsst ihr natürlich auch eine unglaublich hohe Menge an Energie zuführen. Und dass man das nicht einfach so stupide auf Zahlen bezieht und sagt, ach, dann esse ich aber den ganzen Tag Fett und sieh zu, dass ich meine Energie bekomme. Sondern dass man dann eben auch schaut, dass man wertvolle Energielieferanten findet. Und da sind Nüsse auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Quelle. Denn sie liefern auch von Natur aus ein wenig Eiweiß und eben diese tollen Fette. Sie haben super viele B-Vitamine, die ihr auch braucht für den Blutstoffwechsel und so weiter oder für den Blutkreislauf. Genau, und was nur wichtig ist, bitte nicht zwischen den Trainings, denn fettreiche Nahrung verweilt unglaublich lange im Magen. Und wenn ihr das zwischen den Trainingseinheiten esst, dann kann das auch mal ungünstig sein und euer Magen macht dann nicht so mit, wie ihr das gerne möchtet. Nach dem Training ist das super, um die Speicher aufzufüllen, dazwischen eher ungünstig. Ich habe das ja nur gesagt, um mich zu schämen. Ja. Aber es ist wirklich, da wird was gelernt. Weil es gibt ja Sachen, die man zwischen den Trainings essen kann und sollte. Und es gibt natürlich Sachen, da haben wir gerade, und ich habe das gerade auch nochmal gelernt, die nicht so gut sind, auch wenn man mit guten Absicht das Ganze isst. Mhm. So, Lisa hat einen Teelöffel Senf, englischen Senf, mit 250 ml Naturjoghurt verbunden. Mhm. Wir haben ungefähr 6 Stiele Estragon bzw. Petersilie fein gehackt, dazugegeben. Und jetzt haben wir noch eine halbe Zitrone. Und ich würde dich bitten, diesen Saft wirklich richtig schön da reinzupressen, ja. Um dem ganzen Dressing nochmal so eine Säure zu geben. Und da kann ich jetzt schon mal direkt sagen, die Leute zu Hause, Pfeffer salzen muss man in dem Sinne gar nicht. Aber man kann jetzt abschmecken. Wenn einem so ein bisschen die Süße fehlt, könnte man jetzt noch auf Honig zurückgreifen. Mhm. Ja? Vielleicht haben wir heute süßen Senf verwendet, das geht auch. So, man könnte, wenn man jetzt keinen Honig hat, könnte man Ahornsirup noch nehmen, wenn einem Süße fehlt. Muss man aber nicht. Also genau, und was wichtig ist, dass ihr jetzt noch vorsichtig seid, weil wir hauen da ja gleich noch die Weintrauben rein, die von Natur aus unglaublich genau, sind. Genau. Das heißt, ich würde, glaube ich, noch warten und das Gesamtpaket gleich einmal probieren. Ganz genau. Ey, super, dass du sagst. Das ist nämlich der Knaller, da kriegen wir nämlich unsere natürliche Süße, die wir jetzt immer mal richtig rausarbeiten, intensivieren durch das Rösten. Ne? Ganz genau, Lisa, super. Und deswegen ist ja auch erstmal kein Pfeffer salz. Wir haben die Nüsse schon gesalzt, die Weintrauben gesalzt und Pfeffer. Ja. Und das ist ja der essentielle Part dieses Salates, wenn wir diese Trauben und Nüsse sagen. Mhm. Genau, deswegen. Noch kurz abwarten. Ihr könnt das gerne schon mal probieren. Aber nach Würzen würde ich erst, wenn das gesamte Paket fertig ist. Man hätte auch Weintrauben noch frisieren können mit dem Rohrzucker, aber das finde ich übertrieben. Das ist auch, ich möchte das Aroma der Weintrauben haben. Ja. Ja. So, denkt an eure Nüsse, apropos, an eure Nussmischung. Also, oh,
nicht mal rufen, ich nehme ein bisschen auf Abstand. Das ist schon, ja. Ne, was sagst du zum Röststatus? Eigentlich, also, wir haben gesagt, 5 bis 10 Minuten ist nochmal der Spielraum. Ich bin eigentlich schon der Meinung, noch eine Minute und dann raus. Ich würde sagen, ja. Da bin ich ganz alt. Vielleicht können wir einmal für alle das, was wir gerade hier besprochen haben, einmal zeigen. Sieht gut aus, oder? Meine Güte. So. Und wisst ihr was? Das ist der Ball aus dem Ball. Ja, unglaublich. Ja, unglaublich Sinn. Wir werden gleich die Weintraubenzähler bei uns einer Minute rausholen. Wir müssen, werden die auskühlen lassen, einfach beiseite stellen. Dann wird der Ofen hochgefahren, sofort auf 200 Grad. Und wir sind schon beim Thema Steak Sandwich. Mhm. Ja? Cool. So, das können wir beiseite stellen. Vielleicht willst du das ja gleich dann finishen. Das mache ich gerne. Hier nur noch mal eine kurze Sache. Das ist stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob im Chat gerade geschrieben wird. Passiert manchmal. Ja. Wahrscheinlich, weil der Router runtergefahren ist. Mhm. Sind wir da? Ja, da ist immer, das ist wahrscheinlich dem Stromausfall geschuldet, aber kein Problem. Ich hoffe, dass alle dabei sind, wenn du da was Gegenteiliges liest. Jungs, wie ist es hier bei Teams mit dem Stream? Gib mal bitte eine Rückmeldung, ob alles okay ist. Wir hatten ja zwischendurch Stromausfall. Jonas, ist alles okay? Ja, alles gut. Also bei mir ist alles gut. Ja, wenn wir kurz weg sind, keine Panik kriegen. Wir hatten einmal kurz hier einen komplett Strom-Shutdown. Alles gut, dann geht's weiter. Ja, wunderbar, gut. Klasse. So. Was machen wir jetzt? Wir kümmern uns jetzt um unser Steak. Das Steak habe ich. Ah ja, alles klar, dann hört man. Okay, wieder Mikros aus, ist wunderbar, war nur kurzer Technikcheck. So, wir haben hier wunderbar ungefähr, ja, bei mir sind es 800 Gramm Rinderfilet am schönen Stück. Am Stück ist wichtig, wir wollen das nämlich im Ganzen verarbeiten. Ich habe das jetzt seit über einer Stunde draußen stehen, damit es auf Raumtemperatur auch von innen kommt. Direkt aus dem Kühlschrank verarbeiten ist nicht gut, weil dann ist das Verhältnis von außen angeröstet, innen gar anders. Ne? Und das ist der tricky part. Wir werden heute mal wirklich Steak in der Pfanne garen üben. Wir haben das Thema arrosieren, das erkläre ich später, aber das ist ein, wenn das gelingt, dann ist das eine richtig, richtig geile Nummer. Das war eigentlich mal sagen. Ja? So, ich würde sagen, wir fangen als erstes an. Später mit dem Relish, das machen wir das Steak im Ofen gart. Das ist mich jetzt noch ein bisschen tricky. Wir brauchen jetzt gleich Olivenöl, wir brauchen eine vernünftige, ruhig relativ hohe Pfanne, eine Steakpfanne, wenn ihr die habt. Ja, so, ich mache mal eben jetzt hier mein Herd an. So, und die Pfanne muss, das sage ich schon mal vorweg, richtig heiß sein. Mhm. Das erste, was wir machen werden, ist dieses Steak anbraten. Ja. Ja, rundherum anbraten, das wird nur 1 bis 2 Minuten dauern. Was ich jetzt mache ist, ich nehme das Steak jetzt hier auf mein Brett. Das Ganze. Wichtig ist das Ganze. So, ich mache jetzt, das müsst ihr nicht, ihr könnt eure Pfeffermühle auf die möglichst grobe Stufe stellen. Möglichst grobe Stufe. Ja, genau, der Ofen, jetzt habe ich mich selber ausgetrickst, aber ich habe es schon getan. Der Ofen muss natürlich auf 200 Grad hoch jetzt. Ofen auf 200 Grad hoch, Oberunterhitze 200 Grad. Und natürlich müssen wir jetzt auch die Nüsse rausholen. Das ist auch mal eine gute Idee. Da ist die Minute vorbei. So. Als erstes werden wir das Fleisch pfeffern und salzen. Und zwar müsst ihr ja die Pfeffermühle, wenn ihr die habt. Das ist ein bisschen, ja, ich mache noch ein zweites. Ich habe ja schon wieder mal den Pfoten verbrannt. Ganz zur Freude wahrscheinlich von allen zu Hause. So, unsere Trauben und Nüsse, könnt ihr noch einmal im Close-Up sehen, die sehen sensationell gut aus, sind auch nicht zu durch. Nee. Lisa hat es gesagt, die garen jetzt sowieso noch nach, rösten noch nach. Ich glaube, wir haben die Zeit erwischt, oder Lisa, was sagst du? Doch, sieht sehr, sehr gut aus. Und mir ist gerade noch was eingefallen. Und zwar hatten Hanno und ich am Anfang eine kleine Meinungsverschiedenheit bei 2 Zutaten. Und er hat gerade noch gesagt, dass das Öl unglaublich heiß, oder die Pfanne muss unglaublich heiß gemacht. Und wer von euch beim letzten Mal dabei war, wo ich hier mitgekocht habe, da habe ich 2 Sachen bemängelt. Und genau 2 Sachen haben wir heute dabei. Vielleicht fällt euch das noch ein. Und ihr könnt ja mal miträtseln, welche beiden Zutaten ich als Ökologin vielleicht
vielleicht nicht ganz so schön. Und ich als Italiener, ein herzlicher Arne, genau, würde ich sagen, Druff auf die Hütte, da hast du vollkommen recht. Genau. So, warum werde ich die Pfeffermühle auf die möglichst gröbste Stufe stellen? Wir wollen den Pfeffer schön grob, weil wir werden das Fleisch damit einreiben. Das Fleisch liegt bei mir auf dem Brett. Ja. So, ich habe jetzt hier mein, wo ist denn mein schönes, schickes, grobes Meersalz? Das habe ich hier bei der Hand. Ja, genau. So, was ich jetzt einfach mache ist, mit dem Meersalz schön großzügig das Fleisch. Ja, und ich lege das bewusst aufs Brett, das werdet ihr gleich sehen, warum. Ja, jetzt nehme ich hier meinen Mörser, nehme das in die Finger und pfeffere von oben. Ihr seht, grob, grob. Auch da habe ich kein Problem damit, dass links und rechts ist runter. Und jetzt werden wir das Brett uns zu Nutzen machen und das Ganze so ein bisschen in unser schönes Fleisch einarbeiten. Ja, so dass es von allen Seiten so ein bisschen über das Board rollen, dass es wirklich grob gewürzt ist. Ja, ihr seht so, die Außenkanten reibe ich auch noch mal ein bisschen ein. Lisa, was kannst du uns denn zum Thema Steak sagen? Ofen ist auf 200 Grad jetzt übrigens oben, 200 Grad. Lisa, warum Steak? Warum ist das für Sportler eine gute Sache? Also, bevor ich jetzt auf deine Frage eingehe, würde ich gerne noch ganz, ganz kurz was zu dem Brett sagen. Und zwar bereitest du da jetzt gerade rohes Fleisch drauf zu und wir müssen ja gleich noch zum Beispiel Tomaten klein schneiden. Richtig. Dass ihr zu Hause daran denkt, dass ihr jetzt auch unterschiedliche Schneidebretter da habt, weil auf dem... Oder abwaschen. Genau, oder abwaschen, aber dann auch bitte schön heiß abwaschen, weil da jetzt gerade rohes Fleisch drauf liegt und wir dann da gleich wieder frische Lebensmittel zubereiten. Und um da einfach Kontamination zu verhindern, wäre es super, wenn ihr am besten ein zweites Brettchen habt oder das gleich eben einmal zwischendurch ganz, ganz heiß abspült. Genau, und jetzt um auf die Frage von Hanno zu kommen, warum das Fleisch so wertvoll ist für euch. Wir haben hier Rindfleisch, was verhältnismäßig ein mageres Fleisch ist oder ein mageres Stück Fleisch. Und es ist sehr, sehr wertvoll an Eiweiß. Wir haben auch in pflanzlichen Lebensmitteln unglaublich viel Eiweiß, aber die Bioverfügbarkeit, das heißt, dass euer Körper das gut aufnehmen kann, ist bei tierischen Produkten wesentlich besser. Tierische Produkte aber bringen häufig ungünstige Fettsäuren mit sich und damit auch Cholesterin und so weiter. Das heißt, ich sage ganz oft, das heißt, es tut mir leid, muss ich mir mal abgewöhnen. Während du, das, ich will nicht ins Wort, ich will nur jetzt sagen, dass wir mal ein bisschen den Drahtprozess loslegen auch. Nicht zu viel Öl, nicht zu wenig Öl und jetzt einfach das ganze Stück in knallheißes Olivenöl rein. Das muss wirklich heiß sein. Achtung, jetzt geht es hier gleich ab. So, und wir braten das jetzt, wie ich es gerade gesagt habe, einfach von allen Seiten an. Genau. So, und wenn man dann aber auch das wertvolle Eiweiß aus den tierischen Produkten zurückgreifen möchte, dann sollte man eben darauf achten, dass man mageres Fleisch verwendet. Magere Milchprodukte. Und so weiter. Und mit dem Rindfleisch machen wir da auf jeden Fall nicht verkehrt. So ist das. Was ist denn zum Beispiel mit, warum machen wir heute kein Schweinefilet? Warum ist das eher etwas, was ich zum Beispiel auch, also jetzt nicht, weil ich vegetarisch mich gerade ernähre, sondern warum kein Schweinefleisch beispielsweise? Schweinefleisch hat ganz, ganz viele unnötige Inhaltsstoffe, die nicht so wertvoll sind für euren Körper. Das haben wir beim Rindfleisch eben nicht. Von allen Seiten, von allen Seiten. Ich stelle es jetzt auf. Insgesamt ungefähr ein bis zwei Minuten. Ihr wollt diese Farbe. Wir wollen nur Farbe dran kriegen gerade. Ja. Wir wollen Farbe dran kriegen. Das ist alles, was wir wollen. So, wir stellen uns jetzt schon mal Butter beiseite. Butter. Wir brauchen jetzt gleich Knoblauch. Während das dreht. Das ist so ein bisschen Alaminus-Style. Wir brauchen einen ganzen Knoblauch, eine ganze Knolle, die wir in der Hälfte durchschneiden. So. In der Hälfte durchschneiden. Ja, bumm. So, die bleibt, die brauchen wir nicht schälen, gar nicht. Die bleibt, wie sie ist. Ja, so, und wir haben Thymianzweige hier. Thymianzweige, das ist so ein bisschen aktiviert. Dazu später mehr. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt noch einmal von oben. Die Farbe ist toll, das reicht mir aber auch. Mhm. So, jetzt stelle ich das Steak in die Spitze. So. Ja, hier, könnt ihr sehen, das noch ein bisschen kippen. Ja, das ist noch ein bisschen Shishi jetzt. So,
Jetzt fahre ich die Hitze ein bisschen runter. Bisschen runter. Jetzt nehme ich meinen Knoblauch mit der Schnittseite runter, rein. Der Thymian geht jetzt rein. Ich paffiniere jetzt mein Öl. So. Ja, die Pfanne muss ich nicht draufstellen. So. Okay. Ganz kurz. Ja. So. Das riecht schon gut, oder? Ja. So. Okay. Was passiert jetzt? Jetzt nehme ich mir die Thymianzweige und lege die auf den Knoblauch. Ich lege die oben drauf. Jetzt nehme ich mein Fleisch und lege das Fleisch oben auf den Knoblauch-Thymian drauf. Damit schütze ich es ein bisschen jetzt von der Bratpfanne. Seht ihr das? So. Nein, das ist noch nicht durch, das soll auch so. So, jetzt habe ich hier meine Butter. Da nehme ich jetzt einige Stücke Butter in die Pfanne. Jetzt ist Action angesagt. So. Butter. Und jetzt kommt eine Technik, die in der Küche arrosieren genannt wird. Ich nehme jetzt einen Löffel. Ich lasse das jetzt schmelzen. Ich schiebe jetzt sozusagen das Ganze vielleicht so ein bisschen an den Rand der Pfanne, muss ich aber gar nicht. Ich kippe jetzt meine Pfanne, Lisa, ja? Und das will ich natürlich so ein bisschen oben haben. Und jetzt nehme ich das und arrosiere. Das heißt, ich fülle jetzt dieses Thymian-Knoblauch-Öl-Butter-Gemisch über das Fleisch. Wunderbar. So, ich lasse das jetzt noch ein bisschen braten hier. Eine Minute. Und wieder, wir müssen den Ofen bereit haben. Das Ganze hier arrosieren, mit dem Löffel einschränken. Kann man auch mit Fisch machen, ja? So, das ist herrlich, das, oder? Ja. Bratprozess, ihr müsst es auf die Knoblauchzehen legen, sonst brät das Fleisch weiter, das wollen wir nicht. Nee. Wir wollten nur die Farbe. So, und ich arrosiere jetzt hier mal wunderbar weiter, aber es sieht doch geil aus. So. Und dann in der Mitte der Pfanne. Und das Ganze geht jetzt, je nach Dicke, ich schätze mal, weil wir 900 Gramm haben, statt der angegebenen 700, bis auf 17 Minuten. Ich sage jetzt mal 15 bis 17 Minuten. Gehe ich diese Pfanne, so wie sie ist, in den 200 Grad heißen Ofen. So, und jetzt haben wir relativ wenig Spielraum. Also das mache ich jetzt auch mal zur Sicherheit, bevor ich mich hier festquatsche. Ich mache das so auf 15 Minuten. Dann mache ich mal den Test, dann gucke ich rein. Ja? Ja. 15 bis 17 Minuten bei 200 Grad über Unterhitze garen. Dann kommt das Ganze raus und muss die gleiche Zeit quasi draußen nochmal ruhen. Und dann haben wir ein Medium Rare, ein wunderbar rosa-rotes Innenleben, hoffentlich hergestellt. Und das ist halt, Steak ist, ja, das ist tricky, ne? Also, das Ganze war jetzt nicht schwierig sozusagen irgendwie, ne? Auch nicht lange, aber es geht um Garpunkte. Deswegen haben wir immer gesagt, okay, dann machen wir wieder so ein bisschen High-End jetzt mit dem richtigen Garpunkt treffen. So, ich mache mal eben hier meine Flecke sauber. Lisa, in der Zeit, wo das im Ofen ist, schnappt ihr euch bitte eure Sherry-Tomaten. Wenn du das machen möchtest, sehr gerne. 250 Gramm für unsere Menge. Diese Steak-Menge bei mir reicht wieder für 4 bis 6 Portionen. Wie gesagt, normalsterbliche Menschen 4, 6, Sportler 4 Portionen bitte. Und du halbierst und viertelst die einfach. Das ist einfach nur halbieren, vierteln. Wir haben dann so ein paar bunte genommen, ne? Wir wollten in die dunkle Zeit ein bisschen Farbe bringen, oder? Genau, die kleinen sollte ich nur halbieren und die großen. Ja, das machst du einfach nach Augen, das ist eigentlich egal. Wir wollen am Ende, werden die ja eingekocht sozusagen und dann wollen wir möglichst eine Art Gelee, eine Art Marmelade herstellen. Relish. Ja? So. Also, wenn man das Steak im Ofen arbeitet bei 200 Grad, braucht ihr auch nicht rangehen, lasst es im Ofen, Vertrauen haben. Ja, Vertrauen. Wenn man jetzt mal die Ofenklappe aufreißt, ja, außer dass die Hitze entweicht, sehen tut man sowieso am Ende nicht alles. Ne? Das ist die Krux. So. Aber dieses Parfümieren, weil Steak ist ja an sich, jetzt aus kulinarischer Sicht, eigentlich, also war immer in den 80er, 90er Jahren und auch immer der Ferrari unter den Steaks. Ich sehe das ganz anders und mittlerweile sehen das viele Feinschmecker auch anders. Das sind Tomahawks oder Ribeyes oder T-Bones. Einfach cooler, weil du hast ja keine Fettmarmorierung. Das Filet ist ja plain. Und eigentlich geschmacksarm, wenn man ehrlich ist. Ne? Ja. Es ist geschmacksarm und deswegen parfümieren wir. Deswegen haben wir das mit dem Thymian arrosiert, mit der Butter.
wir bringen Geschmack ans Fleisch. Mhm. Pfeffer, ja? Salz und ich habe mich jetzt in letzter Zeit natürlich, weil ich mich pflanzenbasierend ernähre, nicht so mit Fleisch beschäftigt. Aber ich kenne viele Freunde, die das tun, die eher andere Steaks für sich entdeckt haben. Flank Steaks oder so. Ja. Oder Rumpsteaks, Entrecôtes, wo einfach so ein bisschen Fettmarmorierung da ist. Ne? Fett ist ein Geschmacksträger sozusagen. Ganz ohne Frage, ja. Fett hat eben viele wichtige Funktionen, aber man muss als Sportler eben darauf achten, dass man nicht zu viel Fett zu sich nimmt, aber auch nicht zu wenig. Denn Fett zum Beispiel hilft euch dabei, fettlösliche Vitamine überhaupt aufzunehmen. Und die helfen dann beim Aufbau eurer Zellen. Und die sind bei euch natürlich unglaublich wichtig als Sportler. Genau, Thema Fett. Ich habe das ja gerade schon mal so als kleinen Input gegeben. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass ihr zum Braten Olivenöl genutzt habt. Oh, weiß was von. Genau, und zwar, wenn man Olivenöl zu heiß brät, dann entstehen da Transfette. Und das finde ich als Ökologin gar nicht so super. Denn Transfette sind für euren Körper leider eher ungünstig. Ich habe das Gefühl, dass die italienischen Nonnas ihre Ernährungsberater nicht unbedingt in ihre Küche lassen würden. Nein, ich glaube auch, dass die Moment etwas unbeliebt Ja, man sieht das ja immer, du hast mal vollkommen recht natürlich. Das stimmt vollkommen aus deiner Sicht. Aber natürlich würde ich jetzt noch sagen, mal, ja, ist nicht optimal, aber das ist halt eine Geschmackssache. Und wenn man das, glaube ich, in Maßen macht, ne, so wie wir jetzt, ist es doch vielleicht in Ordnung, oder? Ja. Der erhitzt jetzt aber, glaube ich, nicht über 200 Grad, weiß ich nicht. Nein. Aber du hast vollkommen recht, das muss ich ganz klar sagen. Und wenn ihr gleich mal Zeit habt, bei manchen Olivenöl steht es tatsächlich sogar auf der Flasche drauf, da steht drauf und dann ist es anwendbar. Und es gibt teilweise Olivenöle, die bis 250 Grad erhitzbar sind. Und dann haben wir gar nicht das Problem. Unser Ofen ist auf 200 Grad. Genau, das heißt, das passt dann. Aber die Butter, die darf nicht so heiß gemacht werden. So, Tomatenschälen. Ja, sind fertig. Wir haben jetzt hier für das Relish 2 Chilischoten. Ihr könnt hier das alte Spiel spielen. Nehmt die Kerne raus, nehmt nur eine, ich möchte 2. Die einfach nur in feine Ringe geschnitten werden, der Reihe nach. Ich werde beide nehmen, ich werde die Kerne nehmen, weil die Gesamtkomposition, Lisa hat es schon für den Salat angesprochen, ne? mit der Senfmayonnaise, die wir gleich noch herstellen werden, rundet das ab, da kann man ruhig ein bisschen Schärfe dabei haben. So, das sind hier die Chilis, die ich einfach vorbereite, das war's schon. Tomaten, wie gesagt, hat Lisa jetzt wunderbar vorbereitet. Und jetzt brauchen wir noch eine Zwiebel, eine kleine, beziehungsweise eine große halbe. Je nachdem, wir werden jetzt hier, weil die relativ groß ist, eine halbe nehmen. Und das haben wir auch schon zigfach gemacht, dass wir sozusagen, du kannst ein bisschen das Steak im Blick haben, so ungefähr 5 Minuten im Ofen. Ne? Mhm. Wie wir jetzt die Zwiebel schneiden, das haben wir schon zigfach geübt. So, da war ja bei unserer Paella-Sendung war der Achim Rose aus der Tapas-Bar da. Schön, du bist Achim, falls du zuguckst. Ja, der hat mal gemerkt, dass der Profikoch ist. Ne? Tak, tak, tak. Der hat auch nicht mehr die Wurzel dran gelassen und so. Und der hat uns einen unglaublich coolen Tipp zum Thema Knoblauch gegeben. Wie man sich auf dem Brett mit dem Messer eine geile, kleine Knoblauchpaste und Knoblauch klein kriegt. Mhm. Haben wir was gelernt, ich am allermeisten. Also, und die Paella war, boah, das war, also ich weiß nicht, ob das nicht mein Favorite of all Kitchen Club Episodes war, ist. So. Klar, Zwiebelwürfel wie immer. Wir schneiden die Zwiebel an der Seite in feine Streifen ein, nicht ganz durchschneiden. Ja, hier mit den Pfoten aufpassen, wie immer. Das mit dem Brett übrigens hatten wir haben ja schon Geflügel verarbeitet. Ne? Da haben wir das auch schon mal thematisiert, Lisa, was du sagst, ist ganz wichtig, dass man natürlich da jetzt nicht mit dem Thema Salmonellen und so, ne, bei Geflügel noch schlimmer als vielleicht beim Rindfleisch. Ja. Ja. So, und jetzt einfach wie immer in kleine, schöne, feine Würfel schneiden. Wir brauchen dann eine neue Pfanne. Ihr braucht eine weitere Pfanne, die steht bei mir schon auf dem Herd. So, und es geht auch alles jetzt relativ fix. Ja, so. Ist ja auch ein bisschen etwas anspruchsvoller. So, meine Zwiebel ist für mich in der gewünschten, ja, die Würfel sind in der gewünschten Größe. Hier muss man noch kurz mal so den Strunk, ich habe eine rote Zwiebel, so einen großen Strunk, ne? So lauchartig schon fast. Würde ich jetzt mal rausnehmen. So. Wir haben hier jetzt Zwiebeln, auch da kommt es jetzt nicht drauf an, wenn die eine ein bisschen größer ist als die andere. Chilis, Zwiebeln, Lisas Tomaten. Mhm. Wir erhitzen die Pfanne. Ja. Wir erhitzen die Pfanne. Wieder. Und nicht so ultrascharf, entschuldige. Ja, und übrigens sehe ich gerade, dass Hanno
Deshalb ist meine Mama immer anmeckere, den Deckel nicht drauf. Ja, oh ja, ja, ja. Oh. Also, falls euer Öl auch noch offen ist, macht es mal fix zu, damit die wichtigen Vitamine, die hier drin stecken, auch jetzt nicht durch die Luft verschwinden, ja, sondern dass sie hier in der Flasche bleiben. Der Italiener. So, Zwiebeln. Wollen wir gleich anschwitzen, Olive. Anschwitzen heißt, wir wollen nicht die Bratstufe haben wie beim Steak. Zwiebeln wollen wir nicht verbrennen, sondern wir wollen sie, wie gesagt, anschwitzen, glasig dünsten. Ja? Mit den Chilischoten übrigens, ne, das machen wir alles in einem Papa. So, ich habe jetzt hier den Herd, ich erhitze ihn auf Stufe 6. Das reicht mir vollkommen aus. Jetzt muss ich allerdings nochmal ans Öl. Ich hätte es ja jetzt zugemacht. Nein, Spaß beiseite. So. Einfach 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl nochmal in die Pfanne geben. Jetzt haben wir auch eine Hitze, die deutlich verträglicher ist fürs Olivenöl. Und die Lisa auch zufrieden ist. Ich nicht ganz grobe Faulspiele hier begehe. So. Okay. Denk mal, was denkt. 15 bis 17 Minuten. Wenn es dünner ist bei euch, wenn ihr weniger macht, also ihr könnt nicht die gleiche Garstufe nehmen, wenn ihr beispielsweise 400 Gramm Steak, dann müsst ihr mit 10 Minuten vielleicht arbeiten. Ne? Ja. Da müsst ihr natürlich dran denken, ja, dass das auch passt. So, wir haben jetzt schon hier das Relish am Start. Und jetzt gebe ich hier die Chilis und die Zwiebeln, gebe ich hier in meine Pfanne, die noch ein bisschen heißer werden kann, ja, und schwitze die Sachen für 5 Minuten an, würde ich mal behaupten. So. Oh, das wird heute wirklich super. Mhm. Ich habe das auch schon, ich mache jetzt zum ersten Mal. Ne? Das ist für Freunde von mir machen, die finden das wirklich super. Ja. Das ist ein Gericht, kann man immer auch schnell, weißt du, das ist ja, geht ja eigentlich schnell. Ne? Ja, und das sind auch nicht jetzt mega utopische Zutaten, wenn man sich so denkt, oh Gott, was muss ich dafür alles einkaufen? Wenn man jetzt zum Beispiel das mit den Overnight Oats für sich auch in seinen Alltag integriert hat, dann hat man vielleicht sogar Walnüsse jetzt immer zu Hause. Und Zwiebeln hat man meistens auch zu Hause, Tomaten vielleicht auch. Das heißt, man braucht gar nicht so viele Dinge zusätzlich kaufen. Genau. Und was ich an dem Konzept so unglaublich schön finde, ist, dass wir so viele Lebensmittel-Geschmacksrichtungen drin haben, dass wir gar nicht so viel mit Salz und Pfeffer als Gewürz arbeiten müssen, sondern jedes Lebensmittel bringt so seine eigene Geschmacksnote mit rein. Genau. Wir arbeiten am Relish, am Tomaten-Relish. Ja. Wir haben natürlich ein schönes Ciabatta gefunden bei Rolf Weiland. Ja. So, das Ciabatta, das schneiden wir jetzt gleich schon mal in Scheiben und wir brauchen später eine Grillpfanne. Wer nicht hat, einen Toaster geht auch eine normale Pfanne, dann hat er nämlich schönen Grillstreifen nicht. Wir werden das nochmal von die Scheiben sozusagen von beiden Seiten angrillen, damit wir einfach, damit das Brot fester wird und die Soße nicht ausläuft und so weiter. Und der Saft vom Steak natürlich später, der austritt. Ja. Deswegen machen wir das. Habe ich schon bereit erklärt, nur damit euch schon mal weitere Schritte, die alleine sind, machen können. Mhm. Den Salat brauchen wir einfach eigentlich gar nicht zu bearbeiten, da brauchen wir nur schöne Blätter. Das wird Teil des Dressings sein. Ne? Ja. Romana-Salat, Babysalat. Ich habe jetzt kein Romana-Salat, hat ja meine Güte, ist auch kein Weltuntergang. Ja, geht auch mit anderen Sachen. So ein bisschen würde ich hier tatsächlich jetzt den ganz grünen Schwung unten rausschneiden, per Keil. Nee, da kann ich auch mitessen, das ist gar kein Thema. So, das ist immer so ein bisschen Mise en place für später. Ne? Und jetzt sieht man hier, nur anschwitzen, wie gesagt, nicht volle Pulle zu Tode braten. Ja, glasig andünsten die Chili in unserem Olivenöl mit den Zwiebeln. Relish ist auch so eine Sache, ne? Es gibt Gurken-Relish, Tomaten-Relish, Mais-Relish. Richtig geiles Zeug, kann man halt als Topping benutzen für Geflügel, für... Man kann das auch mit Geflügelfleisch machen, theoretisch, dieses Gericht. Mhm. Man kann auch ähnlich in der Pfanne anbraten, natürlich ist das eine andere Garnummer. Wenn man eine Hähnchenbrust hat, ist ja ganz klar. Aber grundsätzlich kann man das auch so machen. So, das wird schon langsam glasig. Ne? Und dann kannst du gleich, wenn du Lust hast, die Tomaten zugeben. Ja. Ja, die Tomaten zugeben und dann weitere 6 bis 8 Minuten eigentlich dann weiter braten, dass die Tomaten ein bisschen aufweichen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon, wenn dann noch, kommt noch der Essig dazu, wir können natürlich dann Pfeffer salzen, klar, ne? Ja, machen wir dazu. So, das sieht ja schon mal super aus. Ja, so, guck mal, diese kunterbunte Nummer hier. Sehr schön. So, wenn die dann gleich ein bisschen weicher werden, kann man den Löffel auch ein bisschen zerdrücken. Wir wollen so eine Gelee-Marmeladenartige Konsistenz erreichen. So, jetzt kann man... Jetzt schon mal so ein bisschen, hier habe ich ja noch meinen Pfeffer, ein bisschen feiner jetzt als beim Steak. Ne? Ich habe auch ein bisschen weiter gemörsert, ihr könnt ja eure Mühle regulieren.
Pfeffern. Ich weiß einfach nicht. Ja, ja, Spülchen, ich weiß. Und jetzt habe ich hier so ein bisschen Salz. So. Reicht mir schon. Das jetzt für 6 bis 8 Minuten sozusagen köcheln lassen. Wir werden gleich, wenn wir 6 bis 8 Minuten köcheln lassen haben, werden wir dann noch Essig hinzugeben, Sherry oder Rotweinessig, um ein bisschen Säure reinzukriegen, ja, gegen die Süße zu steuern, auch der Tomaten. Und dann machen wir weitere 6 Minuten, dann sind wir schon fertig mit dem Ganzen. Ja? So, wir haben schon eigentlich jetzt fast nichts weiter zu tun, als gleich den Salat anzurichten. Ja? Da können wir zwischendurch, wenn wir Zeit haben, schon mal jetzt gleich die Trauben hier von den Stielen zupfen. Ja. Ja, Lisa, wenn du das machen willst. Zupfe ich das hier in den Salat? Du kannst die Trauben, ja, ich würde jetzt erstmal die Trauben noch hier drin lassen. Okay. Na, du kannst sie auch in den Salat zupfen, was soll's, klar. Da ist eigentlich egal. Wichtig ist hier später gleich, dieses tolle Gemisch. Wir wollen hier nichts, außer die Stiele, die wir jetzt abmachen, können wir nicht essen, wollen wir nichts verschwenden. Wir sehen ja hier diesen tollen Röstansatz. Den wollen wir, das wollen wir alles im Salat haben. Ne? Ja. Da kratzen wir gleich alles bis auf den letzten Rest aus. Das sieht toll aus. Okay. So, das könnt ihr jetzt machen. Vergesst euer Steak nicht. Das Problem ist, da sind wir on point. Sonst wird es zu durch und das ist schade. Ne? Also ich finde, Steak durch, dann sollte man kein Steak essen. Ja. Ja. Ja, wenn du sowieso schon ein totes Produkt nicht nochmal abtöten, finde ich. Also, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte Medium, eine Minute länger, ja. Ja, bei 17 Minuten ist es in meinen Augen definitiv dann auf Medium-Kurs. Erkennen tut man nichts. Das sieht gut aus, doch. Ich erkenne, dass es gut aussieht. So, gar wunderbar. Wir nähern uns auch noch 2 Minuten hier auf unserer Eieruhr. Ja. So, dann sind wir damit auch schon durch. Dann also, Lisa zupft die Trauben von den Stielen ab, in unseren Salat rein, dann kommen gleich die Nüsse dazu, dann der Röstansatz auch noch, am besten alles rein. Mhm. Und dann kannst du das Dressing drüber geben und mit den Händen, die sind ja sauber, durchmengen und der Salat ist fertig. Abschmecken, wer möchte. Ja, und dann aber, ich würde, wie Lisa schon gesagt hat, das Gesamtbild erstmal abwarten, aber dann kann man immer noch ein bisschen nachsteuern. Ne? Ja. So, ihr seht hier, Lisa zupft. Macht euch keine Sorgen, es ist nicht mehr viel zu tun, wenn ihr jetzt ein bisschen hinterher seid, weil ihr alleine seid, keine Ahnung. Ich drücke jetzt so ein bisschen mit dem Kochlöffel, da klingelt es. Ich habe ein bisschen, so, da klingelt es und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich mache immer noch diese Steinminute, ich bin bei 15 Minuten. Ich lasse es jetzt noch ein paar Sekunden so für den Kopf einfach, das hat überhaupt keine Bedeutung, das ist einfach so meine persönliche Herangehensweise. Nimmt es raus, ja, ich werde es jetzt auch hinaus rausnehmen, ich bin nämlich Medium-Rare-Fan, also bei mir muss es auf keinen Fall wirklich sein. So, die Pfanne mit dem wunderbar von uns arrosierten Garsteak. Vorsicht, heiß, Vorsicht, heiß. So, wir brauchen wieder ein Brett, ein sauberes. Hier ist unser wunderbares Steak. Schaut es euch an. So, jetzt mit einem Topflappen. Nochmal hier die Pfanne nehmen, ankippen. Und nochmals arrosieren. Schön nochmal drüber. Aber ihr seht, es ist bis auf die Butter keine Flüssigkeit aufgetreten. Wir haben es gut geschlossen. Der ganze Saft sollte jetzt im Steak sein. Das ist wunderbar. Arrosieren. So, und jetzt muss das Fleisch, das ich jetzt auf dem Brett raushebe, ich lasse es jetzt noch ein bisschen in der Pfanne, das muss jetzt eigentlich nochmal die gleiche Zeit ruhen. Also wirklich, für gute 15 Minuten, für die gleiche Zeit der Bratzeit und Garzeit auf jeden Fall nochmal ruhen lassen. Ihr könnt, müsst ihr aber nicht, ich lasse es einfach, das mit der Alufolie haben wir auch tot diskutiert. Manche Leute sagen, mal Alufolie drüber würde ich nicht machen, weil da kondensiert das Ganze. Ne? Ich lege es einfach so, wie es ist, aufs Brett. Keine Angst, das Garten ist mir noch weiter von innen. Und es ist jetzt noch nicht fertig. Wenn ich es jetzt anschneiden würde, wäre es schade. Sondern, ja, ich lasse es jetzt hier nochmal auf meinem Brett. Und arrosiere nochmal nach. Hier ist ja noch ein bisschen Flüssigkeit. So, wunderbar. Und jetzt nehme ich mir meine Zange. Kochpinzette. So, und hebe es nach Kräften. Am besten nimmt man eine Küchenzange. Die habe ich einfach noch nicht die Wahl. Jetzt lege ich es mir hier aufs Brett. Und wir lassen es ruhen. Wir lassen es in Ruhe. Ja. Ja? So. Toll. Guck mal, wie das aussieht. Das ist doch fantastisch. Ja?
So, von außen sieht super aus. Aber Steak ist typisch. Von außen gewinne ich jetzt den Preis und kann innen sonst was auch sein. Ne? Das weiß man nicht. Das ist. So, Tomaten. Lisa mischt nur einen Salat. Das kann sich aber jeder denken. Hier schaut mal bei den Tomaten. Die haben jetzt auch noch mal so 6 bis 8 Minuten gegart. So ein bisschen mit dem Kochlöffel klein drücken. Ihr seht, jetzt ist das Ganze schon aufgeweicht und es geht so schon jetzt in die Richtung Relish-Konsistenz. So. Die können noch ein bisschen, jetzt gebe ich 1 bis 2 Teelöffel von meinem Sherry oder Rotwein oder ja, Traubenessig dazu. 1 bis 2 Teelöffel, je nach Geschmack, müsst ihr wissen, wie viel Säure ihr wollt. Ich mache es jetzt mal hier italienisch, einfach kippen, 1, 2 und das Ganze kocht jetzt noch weitere 5-6 Minuten an und dann haben wir hoffentlich die gewünschte Konsistenz. So, was fehlt uns denn jetzt noch, Lisa? Das ist ja auch so gut wie fertig. Wir können jetzt gleich die Grillpfanne bereitstellen, genau. Wir können die Grillpfanne bereitstellen. Das kannst du da drüben machen, das können wir auch am eigenen Herd natürlich machen. Oder ihr könnt Toast annehmen. Also es ist jetzt keine Grillpfanne haben. Ich würde dir empfehlen, das hier zu machen. Der Salat ist übrigens sensationell und fertig. Hast du na, schön das Blech ein bisschen ausgekratzt mit dem Holzlöffel, dass wir da diese Aromen noch rausholen. Ne? Hast du gemacht? Habe ich gemacht, wo du gerade gequatscht hast, da habe ich hier so mit dem Laufen gemacht. So. Einfach ist ein bisschen jetzt ein bisschen durcheinander, das weiß ich, aber wir haben das Relish, das kocht jetzt mit dem Essig ein. Wunderbar. Wir haben jetzt schon die Römersalatblätter vorbereitet. Unser Steak ruht auf dem Board für die gleiche Zeit, wie es im Ofen war. Am besten, da sind wir fertig. So, jetzt haben wir noch 2 Dinge zu tun. Nummer 1, wir müssen das Brot anrösten. Das ist auch eine relativ simple Nummer. Wir nehmen das Ciabatta, wo wir es hier haben, und schneiden 1 cm, 1,5 cm dicke Stücke. So. Hier, ich habe jetzt 6 Stück für 3, komm, das passt doch wunderbar. So, du kannst jetzt hier auf dem Brett das Ganze mit Olivenöl beträufeln. Von beiden Seiten. Ein bisschen Pfeffer und Salzen, einfach nochmal ganz leicht, aber nur. Ja. Und dann einfach in der Pfanne schön, dass da Grillstreifen draufkommen, dass wir es ein bisschen fester kriegen. Ja. Ach, da nehme ich mir wieder einen Löffel zur Hilfe. Nicht, dass mir jetzt hier das ganze Olivenöl hier irgendwie blöd drauftröpfelt. Genau, könnt ihr machen, wie ihr wollt, dass man da einfach für sich selber so eine Methode findet. Darf ich auch nochmal einen Tipp geben? Ja. Man nimmt den Daumen, hält ihn oben drauf und dann kippt man einfach was an. Jetzt natürlich machen wir beide das besser nicht in Corona-Zeiten, dass wir alles zu zweit anpacken, machen wir ja eh schon, aber weil ich mir gefühlte in der Sendung, das sehen die Leute auch nicht immer, gefühlte 4-5 Mal die Hände wasche. Mhm. Ja. So. Genau, macht es so, wie ihr das am besten könnt. Klasse. So, Olivenöl, Pfeffer und Salz von beiden Seiten in der Grillpfanne an Grillen. Gerne. Nicht zerschwenden. Das machst du übrigens weltmeisterlich, deswegen nicht zerschwenden. So, ich mache die Pfanne relativ heiß, die Grillpfanne. So. Das letzte, was uns jetzt noch fehlt, während unser Steak da wunderbar ruht. Ja, ich denke noch weitere 10 Minuten. Maximal. Ihr merkt, wir sind ganz gut, wenn ihr so mitgearbeitet habt, dann ist es ja auch nicht schlimm. Wir sind ja jetzt in dem Sinne fertig. Wenn ihr jetzt noch nacharbeiten müsst mit dem Relish, das ist jetzt einfach euer persönliches Timing. Schaut mal hier auf das Relish, das sieht jetzt schon wirklich sensationell aus. Der Essig kocht auch reduziert ein und die Konsistenz gefällt mir schon sehr, sehr gut. So, ich mag es ja wie immer grob, das kann jeder schon etwas länger zuschauen. So, letzte Amtshandlung ist unsere Senfmayonnaise. Die aber so lächerlich einfach ist. Wir haben hier diesen grobkörnigen französischen Senf, ja. Ja, man kann auch Dijon-Senf nehmen, aber ich finde, das ist mal spannend. Jetzt bei Rewe. Im Verhältnis von, ja, es ist ja immer natürlich mehr Mayonnaise als Senf. Wir haben hier in Gedenken an Johannes Hellmann, der mal mitgekocht hat, die Hellmanns-Mayonnaise. Kleiner Gag, ja. Die beiden Sachen müssen wir einfach nur mit einer kleinen Schale zusammenbringen und vermengen. Das ist es dann auch schon gewesen. Ja, also wirklich lächerlichst einfach eigentlich,
Ich würde im Verhältnis arbeiten 3 Esslöffel Mayo, 3 Esslöffel Mayonnaise. Ja? Ja, das habe ich mir gedacht, dass der Löffel zu groß ist. Esslöffel, also große Löffel eigentlich. Ich nehme jetzt Teelöffel, tue so, als wenn es ein Esslöffel wäre. Ja, das ist ja kein Problem. Machen wir jetzt mal hier 4 rein von den kleinen, dann passt das auch. So, das ist schon Teil 1. Die Mayonnaise ist zu 50% schon fertig. Ja, und jetzt schnappe ich mir einen weiteren Teelöffel, Brustteelöffel. Und jetzt mache ich 3 Teelöffel. Also wir haben das Verhältnis von 3 Esslöffel Mayo, 3 Teelöffel dieses Senfes. Ich habe hier noch ein angebrochenes Glas, wir verschwenden ja nichts. So, einmal. Dieser grobkörnige, vollkornartige, sehr lecker. Ich bin so mega senffanatisch, also ich habe in allen Variationen Senf, kann ich also wirklich essen. So, jetzt hier noch meinen letzten Löffel, den ich aus dem neuen Glas. Altes Glas leer, neues Glas ist auch bald leer. Relish kocht. Wem das ein bisschen zu dick ist, der kann dem Relish immer so ein bisschen Wasser zufügen. Ne? So der alte Pasta-Trick. Kein Problem, aber ich habe immer ein Konzept. So, das ist unsere Senf-Mayonnaise. Das war's. Fertig. Ende aus. Ja. Zu wenig Senf. Ich mache ein bisschen mehr rein. Das wisst ihr jetzt nicht, ihr habt die richtige Menge. Schmeckt es ab, macht so, wie ihr Bock habt. Ich habe immer, das ist jetzt so, wie ich da Bock drauf habe. Und alle anderen hier müssen es aushalten, tut dann mal verkosten. Aber bisher kann man sich, glaube ich, immer auf mich verlassen. So. Unser Fleisch. Oh, ich kann schon sagen, guck mal, es tritt so gut wie keine Flüssigkeit aus. Das ist mal wichtig, ne? Und ich kann sagen, das wird, ich glaube, es ist. Ich hoffe, ich bete, dass es genauso gut aussieht wie beim letzten Mal, als ich das gemacht habe. So, mein Relish ist fertig. Ich stelle die Hitze aus. Ja, das hat jetzt genau diese Konsistenz, die ich meine, diese marmeladenartige, trotzdem noch sieht man noch, dass es Tomaten sind. Ne? Der Essig ist eingekocht komplett. Ja, und das kühlt jetzt ein bisschen runter, ganz einfach. Bin ich von der Hitze runter fertig. So, wir sind sowieso mit allem fertig. Jetzt kannst du noch dafür sorgen, dass wir hier, ich glaube, wir müssen mal richtig anfeuern, weil ja, kommt okay. Schwer in die Gänge. Ich traue mich auch immer nicht. Weil man immer diese Geräte. Ja, genau. Das ist auch eigentlich dann so, was wir wollen. Wir wollen diese schönen Röststreifen. Das hat natürlich auch was Optisches. So, Kinder, ich hole jetzt schon mal hier einen Teller. Was machen wir denn heute mal Schickes fertig? Wir machen mal rund heute. Rund? Freddy, was sagst du? Rund. Rund. Wir richten rund heute an. Ich habe überhaupt keine Neugierung. Bevor ich es vergesse, warum Basilikum? Ihr nehmt jetzt noch ein paar Basilikumblätter, hackt die klein und die kommen noch in das Relish oben drauf. Mhm. So. Gibt auch noch mal eine schöne Note. Das ist noch das, was ich fast vergessen hätte, aber halb so wild. Einfach in grobe Stücke hacken. So. Das reicht mir in meinen Augen schon aus. Einfach rein, bisschen einrühren, das muss nicht mehr köcheln. Und wir haben nochmal nicht nur mehr Farbe, sondern nochmal eine andere Geschmacksrichtung. So, wie gesagt, wir brauchen nur noch das Brot und wir sind fertig. Wir sind fertig. Und gleich kommt der große Moment, so wie früher die alte Garde der Fernsehküche, so Johann Lafer. Schauen Sie mal, man musste immer die Kamera ranfahren, da hat er ja die Enden aufgeschnitten und so weiter. Oder hier, bei Kerner kocht war das damals, da habe ich angefangen. Freitagsabends, dann habe ich wirklich geguckt, hier Kerners Köche und so weiter, das war sehr schnell, wo auf einmal wieder so kochen schick wurde. Ja. Und diese Sendung hatte viel ausgelöst, auch an mir. Und er hat dann immer, haben die dann, die deutschen Stars der Küche haben dann immer rangezoomt und dann haben die wirklich Gasstufen gehabt, da habe ich mir gedacht, wow, ne? Mhm. Besser geht's nicht. Ja. Ja, sonst alles klar, schau noch mal in den Chat, dass wir nichts übersehen. Nee, tatsächlich noch nicht. Bleiben. Noch nichts. Okay, wir haben den Salat, den würde ich vielleicht separat anrichten. Ne? Wir machen das mit 2 Tellern. Ich denke, da könnt ihr jetzt auch auf das, was ihr zu Hause habt, zurückgreifen, was das Anrichten angeht. Ich würde sagen, wir nehmen hier noch schönen Tiefenteller für den Salat. Ne? Den kann ich sehr gerne anrichten. Ich nehme jetzt mal, damit wir vorankommen. Hier haben wir eins schon mal. Ja, das ist ja auch ganz hübsch. Ne? Wir nehmen die beiden. Hier, das reicht schon. Ihr müsst es nicht dunkler werden lassen. Das hat Lisa super gemacht. Jetzt alle zusammen. Wir haben hier die Brotunterseite.
Lisa hat sie mit Olivenöl geträufelt und ein bisschen Salz, Pfeffer drauf gemacht. Ja. Erste Amtshandlung. Wir nehmen unsere... Sollen wir erst das Fleisch anschneiden? Ja. Doch, wir müssen erst das Fleisch anschneiden. So. Das ist eine Leitstellung, wir ändern uns. So, passt auf, jetzt kommt der große Moment der Wahrheit. Unser Fleisch ist definitiv in meinen Augen... Ja. Wir machen es jetzt mal, damit wir nicht ewig lange... Ihr könnt es noch länger, lasst es noch ruhen. Ich gucke jetzt mal und wir schneiden jetzt dieses wahnsinnig tolle Fleisch an. Und ihr seht, ja, hurra. Es ist, schaut euch das an. Ja. Schaut euch das an. Das ist medium rare, so wie ich es will. Es ist gelungen. Mhm. Es ist gelungen. Ich würde es jetzt noch, wenn ich jetzt bei euch zu Hause wäre, würde ich noch 2-3 Minuten länger ruhen lassen. Aber wir wollen ja ein bisschen Gas geben, um hier nicht den ganzen Rahmen zu sprengen. Ungefähr so 1 cm dicke Scheiben und oh, Freddy, halt drauf. Mach hier den Lava, mach den Lava-Posen auch sofort hier bei mir. Guck dir das an. Damit muss ich mich nicht verstecken, oder? So, das ist wirklich eigentlich sehr, sehr gut in meinen Augen gegart. Das macht Spaß. Puh, war ich ein bisschen respekt. Also, wenn du zu Hause verkackst, ist es ja egal. So, wenn ihr das Fleisch habt, Senf mein. Number one. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Senfmayo. Salat. Und dann nehmen wir mal ein größeres Salatblatt. So, Salat. Überraschenderweise jetzt ein wunderschönes Stück dieses herrlich medium rare gegarten Fleisches. Auf den Salat drauf. So. Da muss auch nichts mehr gepfeffert und gesalzen werden. Das haben wir alles jetzt schon mehrfach erledigt, auch über das Brot. So, jetzt haben wir unser Relish, selbstverständlich. Unser Relish. Dieses wunderbare Tomatenrelish. Da geben wir hier ein schönes Löffelchen drauf. Oh, lecker. Oh mein Gott. So, jetzt werde ich gleich auf eine harte Probe gestellt. Vegetarisch, ja. So. Und wir nehmen nochmal den Deckel mit ein bisschen Senfmayo. So, und das Ganze wird geschlossen. Das ist das Steak Sandwich. Und wir haben natürlich jetzt, wenn du den Salat einmal drapieren willst, dann sind wir auch schon hier, wie immer, eigentlich durch. Zum letzten Mal 2020. So Jungs, und zum letzten Mal 2020 sollte der Startschuss sein, dass ich hier nochmal möglichst viel sehe. Wie immer, schickt mir Fotos über WhatsApp, wenn ihr in unseren WhatsApp-Mannschaftsgruppen seid. Schickt mir gleich Live-Bilder hier auf Teams. Jonas, ich bin ganz gespannt, weil du hast ja eine Geflügelvariante gemacht, Jonas, ne? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Eigentlich sieht das gut aus. Ja, das sieht gut aus. Max, das sieht sehr gut aus, wenn ich das mal sagen darf. Wie ist denn der Garpunkt von deinem Fleisch, Max? Halte mal auf dein Fleisch drauf. Sehr gut. Wie ist der Garpunkt, Max? Jetzt ist der nächste. Das sieht stark aus. Das sieht wirklich gut aus. Da, ja, guter Garpunkt. Ja, ist Medium, ist gut, ist gut. Ist nicht einfach. Weiß nicht, wie oft du das schon gemacht hast, ne? Fleisch ist da ein bisschen tricky. Aber das ist doch sensationell. So, Lisa, Mensch. Lisa hat sich hier auch noch so Deko-Mühe gemacht. Das ist ganz toll. Ja, das sieht natürlich, wir wollen ja am Ende, dass es bei uns am besten aussieht. So ehrlich muss man mal sein, den Ehrgeiz habe ich. Ich stelle das Ganze mal nach vorne. Lisa, das ist unser Werk von heute. Ja. Vielen Dank, dass du erneut da warst. Mhm. Vielleicht, wir wissen ja noch nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen abwarten. Wir sind jetzt erstmal im harten Lockdown. Ja. Das wird jetzt für Sicherheit bis zum 10.01. auf jeden Fall so sein. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir dieses Format irgendwie weitermachen. Das scheint ja Leute zu interessieren. Und Gäste wie du sorgen dafür, dass wir nicht nur hier kochen, sondern auch heute wieder von dir wertvolle Informationen bekommen haben zum Thema Ernährung, Inhaltsstoffe. Sag uns doch mal bitte zum Schluss noch einmal, das ist ja interessant für uns, wir zählen Kalorien, wir zählen Kohlenhydrate, wir zählen Eiweiße. Kannst du da so ein bisschen mal allen eine Info geben, was wir dazu uns nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also erstmal bin ich froh, dass ich auch immer mal wieder hier sein darf und wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, aber dass ich wirklich euch auch Infos geben kann und ihr dürft auch gerne immer mal Fragen stellen, wenn ihr hierzu noch Fragen habt. Genau, und um mal das Gericht vorzustellen, wichtig für euch als Sportler ist es, dass ihr alle drei Hauptnährstoffe zu euch nehmt. Also Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate.
alle drei Nährstoffe vertreten. Und zwar haben wir in dem Brot, in dem Salat, also durch das Obst, haben wir die Kohlenhydrate drin. Durch das Fleisch und durch die Walnüsse haben wir Fett und auch Eiweiß mit drin. Genau, und durch das viele bunte Gemüse, durch den Sellerie, durch den Salat und durch die Tomaten haben wir viele, viele wichtige Mineralstoffe und auch durch das Obst, durch den Apfel und durch die Weintrauben wichtige Vitamine, die für euch als Sportler natürlich besonders wichtig sind. Ciao, guten Abend. Warte mal, Jonas. Ja. Ja, hau die erste. Genau, ja. Hier ist. Ah, perfekt, das mit den Knollensellerie hat super hingehauen. Schön. Klasse. Ja, ist ja auch nicht ganz weit weg. Nein. Lisa. Ja. Vielen Dank für die Information. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Art von tierischen Proteinen wirklich ganz gut ist. Mhm. Ich habe jetzt noch eine Ankündigung zu machen, bevor alle jetzt sich an den Tisch setzen und essen. Wir haben, weil das der allgemeine Wunsch war, tatsächlich es geschafft, mit Nachtschichten ohne Ende ein Positive Vibration Kitchen Club Kochbuch zu erstellen. Bin ich ganz stolz drauf und möchte mich da ganz herzlich bei Freddy Kreinborg und meinem geschätzten Freund aus Dortmund, von Dortmund Büchern, Philipp Frey bedanken, die da wirklich Arbeit reingesteckt haben, ehrenamtliche Arbeit, um das Ganze grafisch natürlich in die Spur zu kriegen. Und das Ganze geht in den Druck. Vielleicht geht das noch vor Weihnachten, das kann ich nicht versprechen, aber als Gutschein vielleicht ist ein super Geschenk und sollte in jede Studentenküche rein, in jede zukünftige Spielerwohnung und zu Hause. Also wir haben ein Kochbuch. Hoffentlich noch vor Weihnachten, aber definitiv haben wir eins. Darauf freue ich mich besonders, alle Gerichte aus dem Kitchen Club sind dort drin. Mit ein paar interessanten Fotos und ja. Genau, und ich durfte glücklicherweise sogar schon mal reingucken und ich finde, es ist wirklich, wirklich klasse geworden. Also, es wäre schön, wenn das wirklich vor Weihnachten noch in den Druck geht, dass man sich das als Geschenk überlegt. Genau, und sonst ja. Also, wir arbeiten dran, ist natürlich vor Weihnachten, haben die Druckereien richtig Hochkonjunktur. Wir wollten es richtig machen, deswegen haben wir uns Zeit gelassen. Ne? Und ja, ich hoffe es. So. Jetzt reicht's aber. Ich bedanke mich bei allen, die auch in der zweiten Staffel mitgemacht haben. Ob einmal oder immer, ist mir eigentlich egal. Ich bedanke mich bei allen, die das ganze Jahr uns begleitet haben. Ja, ihr habt das Ganze, ihr habt dafür gesorgt, dass ich da jede Woche mich gerne hingestellt habe. Ich hatte jetzt tolle Gäste, die viele Informationen reingebracht haben aus verschiedenen Ecken. Ich bedanke mich bei allen Sponsoren und Partnern, die uns 2020 auf diese Weise unterstützt haben. Und wir konnten auf diese Weise ein Angebot an unsere Vereinsmitglieder schaffen, trotz Corona, trotz Lockdowns. Ja, ich bedanke mich bei allen, die mitgekocht haben, für das unfassbar positive Feedback und auch für das konstruktive Feedback, wenn es manchmal auch Anregungen gab. Ja, wir versuchen hier unser Bestes. Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest und ich behaupte, wir sehen uns auf jeden Fall 2021 wieder. Gerne beim Kitchen Club, aber ich würde euch auch alle gerne in der Halle wiedersehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist irgendwie so der Hauptgrund, warum ich überhaupt auch hier stehe. Danke an die AOK nochmal, dass du auch zweimal hier sein durftest. Ne? Ja. Danke, dass wir trotz Lockdowns hier nochmal als Privatveranstaltung heute stattfinden durften bei Clemens Nehmann. Ja? Und ich bedanke mich bei Rolf Weiland, wo wir einfach diese Produkte hier bekommen haben, die am Ende Weltklasse sind. So, guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen. Schickt uns Kommentare, schickt uns Fotos. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Wir sehen uns. Ja, dem schließe ich mich an. Ich wünsche euch auch frohe Weihnachten und alles, alles Gute für 2021.